Und ich eröffne die 120. Sitzung des Rechtsausschusses. Ja? Läuft, ne? Und ich darf begrüßen die Kollegen Abgeordneten, die jetzt bitte Platz nehmen. Ich begrüße die Sachverständigen hier im Saal und eine Kollegin ist zugeschaltet und darf hier auch als Vertreter des Justizministers begrüßen parlamentarischen Staatssekretär Benjamin Strasser und Ministerialdirigent Dr. Meyer-Salz mit Team. Außerdem haben wir hier viele interessierte Zuhörer und starten dann zu folgendem Gegenstand. Das ist interessant, denn es geht um einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022. Diese Richtlinie hat die schöne Nummer 2022 aus 2464. Und es geht hier um die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen. Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Einführung einer Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen, die bilanzrechtlich als große, kleine oder mittelgroße kapitalmarktorientierte Unternehmen definiert sind. Außerdem wird ein Prüfverfahren für diese Nachhaltigkeitsberichterstattung eingeführt. Deutschland ist verpflichtet, diese Richtlinie umzusetzen. Dem möchte die Bundesregierung mit diesem Gesetzentwurf nachkommen. Und sie macht geltend, dass ja insbesondere auch dem Ziel 12 der UN-Agenda für nachhaltige Entwicklung, nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster nachkommt, dieser UN-Agenda 2023, und das eben bewerkstelligt. Bei der Umsetzung sollen außerdem auch punktuell Anpassungen im bestehenden Rechtsrahmen vorgenommen werden. Unter anderem geht es um Änderungen im Handelsgesetzbuch, im Wertpapierhandelsgesetz und in der Wirtschaftsprüferordnung. Einige Hinweise zum Verfahren. Die Sachverständigen erhalten zunächst die Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Wir beginnen alphabetisch, also heute bei Ihnen, Herr Bauermann. Die Eingangsstellungnahme sollte sich an den Zeitrahmen von 4 Minuten halten. Sie können auf dem Monitor verfolgen, wie die 4 Minuten ablaufen. Nach 3,5 Minuten gibt es ein akustisches Signal, darf man nicht abhalten lassen, dann haben Sie noch 30 Sekunden. An den Vortrag der Stellungnahmen schließt sich dann eine erste Fragerunde an, bei der die Kollegen also Gelegenheiten haben zu fragen. In der Antwort gehen wir dann in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge vor. Also würden wir mit der Antwortrunde starten bei Dr. Winnemann. Für alle Antwortrunden gilt, halten Sie sich bitte an einen Zeitrahmen von 2 Minuten pro Frage, die an Sie gestellt worden ist. Die Kollegen wissen, in welchem Rahmen Sie Budgets haben, um Fragen zu stellen. Deshalb brauche ich das hier nicht auszuführen. Die Anhörung ist öffentlich und wird aufgezeichnet für die Mediathek des Bundestages. Sie wird nicht direkt gestreamt. Ja. Und es wird eine Tonaufzeichnung geben, auf deren Grundlage dann ein Wortprotokoll erstellt wird. An die Zuhörer noch die Bitte, sich mit Beifalls- oder gar Missfallensbekundungen zurückzuhalten. In diesem Sinne können wir beginnen. Und Herr Bauermann, Sie haben das Wort. Schalten Sie das Mikrofon bitte an. Okay, also nochmal. Ist stumm, geht's? Okay. Also zunächst vielen Dank für die Einladung zur Anhörung. Interessant wird es ja dann, wenn es praktisch wird. Und deswegen bin ich froh, hier als Vertreter der Wirtschaft, der BASF, des VCI Stellung nehmen zu können. Die CSRD möchte durch Transparenz Kapital in nachhaltige Investitionen umlenken. Anleger und Akteure der Zivilgesellschaft sollen dabei helfen. Dazu 4 Punkte. Ja, Kapital wird umgelenkt werden, und zwar in Bürokratie. Derzeit berichten in Deutschland K500 Unternehmen zu 250 Datenpunkten. Allein aufgrund der sektorübergreifenden ESRS-Standards werden künftig rund 15.000 Unternehmen allein in Deutschland zu knapp 1.200 Datenpunkten berichten.
Dazu sollen 40 sektorspezifische Standards kommen. Ein Unternehmen kann dabei unter mehrere Standards fallen. Für BASF wird es wahrscheinlich neben Chemie auch Landwirtschaft und Automotive sein. Hinter jedem Datenpunkt stehen teilweise unzählige Metriken. Ich gebe in der Diskussion gerne ein Beispiel dazu. Aber eskalieren Sie das mal. Gucken Sie sich BASF an. Wir haben 90.000 Lieferanten, 45.000 Verkaufsprodukte, die wir an rund 70.000 Kunden weltweit liefern. Der Erfüllungsaufwand beträgt selbst nach der vorsichtigen Schätzung, niedrigen Schätzung der Bundesregierung knapp 1 Milliarde bei der Einführung, 1,6 Milliarden laufend jedes Jahr. Das sind bis 2030 mehr als 11 Milliarden Euro. Diese Milliarden werden für die nachhaltige Transformation fehlen. Die Chemie ist eine Schlüsselindustrie für den Umbau. Daher 1:1 Umsetzung ohne Goldplating. Hier gibt es noch etwas Spielraum. Dazu mache ich gerne ein paar Beispiele zum Aktienrecht in der Diskussion. Alle doppelten Berichtspflichten sollten abgeschafft werden, und zwar insbesondere die Berichtspflichten 2023, 2024 nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Aber auch andere Berichtspflichten aus vielen anderen Regulatorien sollten alle vereinheitlicht werden. Die 40 sektorspezifischen ESRS-Standards, die noch ausstehen, müssen verhindert werden, und sie müssen sich auch dafür einsetzen, dass die Berichtspflichten insgesamt reduziert werden. Wenden Sie volkswirtschaftliche Schäden ab. Geht Kapital verloren, das in Bürokratiekosten gesteckt wird. Aber das ist nicht mal der wichtigste Punkt. Viel wichtiger für mich ist, wir haben Fachkräftemangel. Wie priorisieren wir? Zur Einführung der Berichtspflichten sind allein bei BASF rund 50 Mitarbeiter mit dem Großteil ihrer Arbeitszeit damit beschäftigt, die Berichtspflichten einzuführen. Auch wenn alles eingeführt sein wird, wird es weiterhin 5 bis 7 Mitarbeiter geben, die das dauerhaft begleiten müssen. Und wir fangen nicht bei Null an. Wir berichten seit 25 Jahren über Nachhaltigkeit und seit 2007 bereits Nachhaltigkeit als integrierter Teil des Lageberichtes, der auditiert wird. Also wir haben schon Ressourcen auf diesem Gebiet. Das sind Ingenieure, Naturwissenschaftler, BWLer, die wir eigentlich für Innovation und nachhaltige Transformation selbst dringend brauchen. Die gleichen Fachkräfte werden dann in 15.000 Unternehmen in Deutschland benötigt werden. Und nicht nur da, auch bei Wirtschaftsprüfern, Aufsichtsbehörden und NGOs. Von daher stellt sich die Frage nochmal, wie priorisieren wir? Die Berichtspflichten schaffen außerdem keine Transparenz, das ist mein dritter Punkt. Der BASF-Bericht ist derzeit schon über 300 Seiten lang. Wie lang er sein wird mit den zusätzlichen Pflichten, das wissen wir noch nicht. Wer kann das alles lesen? Wer gewinnt überhaupt einen großen Überblick mit den granularen Datenpunkten, die da berichtet werden? Und es ist eigentlich noch viel schlimmer, Sie können den gar nicht lesen. Wenn Sie in der Aufstellungslösung den Bericht erstellen, haben Sie Kryptogramme. Das ist wie ein Barcode lesen. Sie können das nicht entziffern als Mensch. Es ist nur maschinenlesbar. Wo bleibt die Transparenz? Daher keine Aufstellungslösung. Nehmen Sie davon Abstand. Vierter Punkt. Lassen Sie uns die zusätzlichen Berichtspflichten intelligent umsetzen und eine vernünftige Berichts- und Prüfpraxis etablieren. Das geht nur, wenn Unternehmen, Vorstände, Aufsichtsräte und Wirtschaftsprüfer nicht ab Tag 1 mit der Angst vor Sanktionen und Haftung leben müssen. Sanktionen und Haftung müssen daher vorübergehend ausgesetzt werden. Akteure der Zivilgesellschaft, die ja ausdrücklich angesprochen sind, dürfen nicht willkürlich Berichtspflichtige durch Beschwerdemechanismen und Klagen vor sich hertreiben. Hier gibt es eine Stillschweigemöglichkeit im Beschwerdeverfahren, kann ich gerne auch in der Diskussion ausführen. Alles Weitere dann? Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank für Ihr Statement. Und dann hat das Wort jetzt Andreas Dörschel von der Wirtschaftsprüferkammer. Sie sind der Präsident davon. Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich komme unmittelbar zu dem für mich als Präsidenten der Wirtschaftsprüferkammer materiell wichtigsten Punkt des Umsetzungsgesetzes, zum Kreis der künftig prüfungsberechtigten Personen. Ich denke, es besteht Konsens, dass die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung zukünftig qualitativ auf die gleiche Stufe gestellt werden soll wie die Prüfung der Finanzberichterstattung. Sollte nun der Gesetzgeber in Deutschland abweichend vom Regierungsentwurf neben Wirtschaftsprüfern auch andere Erbringer von Bestätigungsleistungen für die gesetzliche Nachhaltigkeitsprüfung zulassen, dann muss zwingend, und das ist auch europarechtlich geboten, sichergestellt werden, dass diese anderen Erbringer von Bestätigungsleistungen den gleichen Anforderungen unterliegen wie wir Wirtschaftsprüfer. Es geht uns nicht um eine Sonderregelung für unseren Berufsstand und auch nicht um Wettbewerbsbeschränkungen zu unseren Gunsten. Es geht uns um gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen. Und das ist der Kern. Es geht uns um Qualität.
Artikel 34 der Bilanzrichtlinie schreibt ausdrücklich Gleichwertigkeitsanforderungen für den Fall vor, dass andere Erbringer von Bestätigungsleistungen zugelassen werden. Das bedeutet insbesondere, wie für den Wirtschaftsprüfer müssen strenge Anforderungen an die Unabhängigkeit des Prüfers vorgegeben werden. Natürlich muss das Selbstprüfungsverbot gelten. Und ich kann Ihnen sagen, ohne Unabhängigkeit im Sinne unseres Berufsrechts gibt es kein Vertrauen in die Qualität. Wie für den Wirtschaftsprüfer muss ein gesetzlich geregeltes Aufsichtssystem geschaffen werden. Ein System, das wirksam die Einhaltung der Anforderungen kontrolliert und gegebenenfalls auch sanktioniert, und zwar bis zum Berufsverbot. Wie beim Wirtschaftsprüfer müssen in einem staatlichen Examen Kenntnisse nachgewiesen werden, und zwar in schriftlicher und mündlicher Prüfung, Kenntnisse im Prüfungswesen und zukünftig auch CSRD-Kenntnisse. Und dazu gehören auch Social- und Governmental-Kenntnisse, das heißt ja ESG. Den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer hat der Gesetzgeber rigide Regulierungen der beruflichen Tätigkeit auferlegt, in all den genannten Bereichen, immer mit dem Argument der Qualität. Und wir haben das als Berufsstand natürlich stets angenommen. Nun fordern wir das aber auch in Bezug auf die Nachhaltigkeitsprüfung. Die Erweiterung des Kreises der prüfungsberechtigten Personen auf andere Erbringer von Bestätigungsleistungen würde also eine Vielzahl von Regelungen und würde auch eine vollständige Organisationsstruktur erforderlich machen für Nachhaltigkeitsprüfungen durch diese anderen Erbringer. Und insoweit ist im Übrigen die Situation in Deutschland nicht vergleichbar mit Frankreich, das ja gern als gelungenes Beispiel für die Umsetzung im Sinne anderer Erbringer herangezogen wird. Wir haben die Rechtslage in Frankreich einmal näher analysiert und wir haben dabei die Erkenntnis gewonnen, dass im Jahr 2014 in Frankreich bereits andere Erbringer von Bestätigungsleistungen zur Prüfung der nicht finanziellen Erklärung berechtigt waren. Und der französische Gesetzgeber musste die vorhandenen Strukturen für die CSRD-Zwecke, insbesondere für die Aufsicht, lediglich ausbauen und nicht neu schaffen. Aber auch der Ausbau hat, sagen wir mal, ein erhebliches Maß gefordert für die Umsetzung der CSRD-Richtlinie, um das auf die gleiche Höhe zu bringen, auf die gleiche Ebene wie für die dortigen Wirtschaftsprüfer. Die Aufsicht wird in Frankreich als Aufsicht über alle Nachhaltigkeitsprüfer durch die Institution durchgeführt, die der deutschen APAS, der Abschlussprüferaufsichtsstelle, vergleichbar ist, gerade auch hinsichtlich der Sanktionierung. Für uns stellt sich die Frage, wie ein komplexes System dieser Art mal soeben in Deutschland etabliert werden soll. Es geht uns allen um Qualität, und wir haben für unseren Berufsstand ein bewährtes System zur Sicherstellung der Qualität. Wir sollten uns nicht mit weniger zufrieden geben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dörtel. Vielleicht können wir die Fankurven ja. Gut, wir freuen uns ja über Interesse, aber es ist heute besonders viel Zustrom auf den Zuschauerplätzen. Aber ungeachtet dessen hat dann jetzt Frau Janice Kaiser das Wort. Sie sind von den Stadtwerken Schneeberg. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin heute hier als Vertreterin der kommunalen Unternehmen, als Geschäftsführerin der Stadtwerke in Schneeberg. Und voranstellen möchte ich das Mikro noch ein bisschen näher ziehen, damit man es besser hören kann. Noch ein bisschen, ja. Und voranstellen möchte ich hier das CSRD sowie deren Umsetzung im Bundesgesetz für uns auch als grundsätzlich erforderlich und notwendig erachtet wird, um eben die europäischen Vorgaben zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit durch Etablierung und auch Weiterentwicklung von Wertschöpfungs- und auch Lieferketten umzusetzen. Dabei ist aber der Anwendungsbereich des CSRD ganz klar geregelt. Adressiert sind nämlich hier große Kapitalgesellschaften und kapitalmarktorientierte Unternehmen. Und genau an dieser Stelle kommen wir zum eigentlichen Problem. Denn das Zusammentreffen von Vorgaben des Handelsgesetzbuches und Verweisen in landesrechtlichen Normen zur Lageberichterstattung, Gemeindeordnungen, hat zur Folge, dass auch Kleinstgesellschaften sowie kleine und mittelgroße Unternehmen von Bund, Ländern und Kommunen zur vollständigen Berichtspflicht, ja, man kann fast sagen, verdonnert werden. Das heißt, dass der in der CSRD vorgesehene Anwendungsbereich für eben diese großen Gesellschaften hier ausgeweitet wird und kommunale Unternehmen größenunabhängig berichten müssen.
Am Beispiel der Stadt Schneeberg, einer kleinen Werkstatt im Erzgebirge mit 15.000 Einwohnern, ist es so, dass wir drei kommunale Gesellschaften haben. Und nur eine davon ist faktisch berichtspflichtig, nämlich die Stadtwerke Schneeberg GmbH. Die beiden anderen Gesellschaften, die Wohnungsbaugesellschaft und auch der Schneeberger Kulturbetrieb, sind Kleinst- bzw. Kleingesellschaften und fallen quasi aufgrund dieser eben beschriebenen Regelung in die Berichtspflicht hinein. Das heißt, der immense bürokratische Aufwand sowie die enorm starke Ressourcenbelastung, die mit der Umsetzung von CSRD einhergehen, sind durch Unternehmen außerhalb der vorgesehenen Anwendungsbereiche schwer oder überhaupt gar nicht mehr leistbar. Man kann auch sagen, je kleiner das Unternehmen ist, desto unverhältnismäßiger werden Aufgaben und Aufwand. Und das kann natürlich so von der Bundesregierung und vom Gesetzgeber nicht gewollt und auch nicht beabsichtigt sein. Dieser Zufallsbefund, das heißt also die Gemengelage aus Bundes- und auch aus Landesrecht, muss zwingend auf nationaler Ebene geheilt werden. Der Bundesrat hatte dazu im laufenden Gesetzgebungsverfahren bereits eine Ergänzung der Vorgaben des Handelsgesetzbuches vorgeschlagen, die auch aus unserer Sicht heraus unbedingt unterstützt werden sollten. Diese Regelung würde nämlich den Automatismus unterbrechen, nach welchem eine Pflicht zur Lageberichterstattung und eben auch zur Nachhaltigkeitsberichterstattung für diese kleinen Unternehmen verpflichtend wirkt. Anders ausgedrückt, für kleinere öffentliche Unternehmen würden dann die gleichen Rechte gelten wie für kleine private Unternehmen. Eine Korrektur dieses Zufallsbefundes durch das Bundesgesetz würde auch gegenüber einer landesrechtlichen Regelung immense Vorteile haben, nämlich eine einheitliche Rechtssicherheit auf allen Ebenen, die auch bundeseinheitlich gelesen wird, und eine Verhinderung einer extremen kommunalrechtlichen Bürokratiewelle, da wir hier in Landesrecht und in die Gesellschaftsverträge der jeweiligen kommunalen Unternehmen eingreifen müssten. Folgerichtig kann also nur eine Anpassung des Bundesgesetzes die kosteneffiziente, bürokratiearme sowie bundeseinheitlich rechtssichere Lösung sein. Um Ihnen hier noch einmal zu verdeutlichen, was das für immense Auswirkungen hat, wir sprechen von circa einer 4- bis 5-stelligen Zahl direkt betroffener kleiner Unternehmen. Gehen wir von 10.000 Unternehmen aus, die dann mit entsprechenden Beschlüssen bis hin zur Satzungsanpassung eine immens hohe Zahl an Geschäftsvorgängen produzieren würden in Deutschland. Deswegen plädieren wir für den eben genannten Vortrag. Danke. Vielen Dank, Frau Kaiser. Dann hat das Wort Dr. Comeback vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für die Einladung in diesen Ausschuss. Ich möchte in den 4 Minuten 4 Punkte machen, beginnend mit dem ersten Punkt, dass die Transformation, die hier angestrebt ist, auch der Nachhaltigkeitsberichterstattung nur gelingen kann, wenn die entsprechenden Vorgaben und Regeln praxistauglich sind und letztlich den Wirtschaftsstandort auch stärken. Mein erster Punkt ist deshalb mal zu schauen, der Wirtschaftsstandort selbst ist enorm unter Druck. Wir haben erhebliche Probleme, 2 Jahre im zweiten Jahr voraussichtlich hintereinander ein negatives Wachstum, also ein Schrumpfen der Wirtschaft. Und ich will betonen, anfangs, das sind jetzt nicht rein konjunkturelle Effekte, sondern ich glaube, es gibt eine große Einigkeit darin, dass es strukturelle Probleme gibt, die zu bewältigen sind. Und zu diesen strukturellen Herausforderungen, die ohnehin da sind, kommen jetzt noch diese Berichtspflichten. Also das ist das, was die Unternehmen tatsächlich derzeit umtreibt, dass sie das so wahrnehmen, dass sie zusätzlich zu den ohnehin schon bestehenden Herausforderungen jetzt noch mal gefordert werden durch diese doch umfassende Regulierung. Wenn wir unsere Unternehmen befragen, habe ich in diesem Ausschuss auch schon gesagt, rund 95% aller Unternehmen melden uns das zurück, dass die bürokratische Belastung eigentlich die größte Belastung und strukturelle Belastung ist, wenn man an die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen denkt. Wir denken, dass die Praxistauglichkeit noch deshalb erheblich verbessert werden muss, nicht nur für die Berichtspflichtigen, sondern auch für die nicht oder indirekt Berichtspflichtigen bzw. nicht direkt betroffenen, indirekt betroffenen Unternehmen. Dieser Trickle-Down-Effekt, der trifft die Wirtschaft in der Breite. Insofern kann man jetzt nicht nur davon ausgehen, dass die berichtspflichtigen Unternehmen hier betroffen sind. Das betrifft Wirtschaft in der Tat, insbesondere auch dann hinein in den Mittelstand in der Breite. Inhaltliche Transformation statt Berichtspflichten, Herr Bauermann hat das schon gesagt, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir Fachkräftemangel, muss ich gar nicht ausführen, dass die Ressourcen in der Tat gebraucht werden, um die inhaltliche Transformation voranzubringen und nicht die Berichtspflichten, da noch mehr Ressourcen reinzustecken, die Berichtspflichten zu stärken. Zweiter Punkt, wenn man sich die Zahlen anschaut, was die Belastung direkt anbetrifft und Belastung der KMU,
der KMUs. Wir haben ja gerade, Herr Strasser, den Bericht des Normenkontrollrats, der das auch noch mal beziffert hat, dass durch die CSRD-Umsetzung jetzt Belastungen von rund 1,6 Milliarden Euro erwartet werden. Da sind noch nicht mal die einmaligen Erfüllungskosten drin. Die sind noch mal rund 850 Millionen stark bemessen vom Normenkontrollrat, also nichts, was die Wirtschaft sich ausgedacht hat. Das sind, wir denken, dass noch eine weitere Kostendimension dazukommt, nämlich die Opportunitätskosten. Die sind da gar nicht bemessen. Das ist das, was wir vorhin angesprochen haben schon, dass die eigentlich müssten die Fachkräfte ganz was anderes tun und kommen aber nicht dazu, weil sie eben mit diesen Berichtspflichten beschäftigt sind. Und das ist wird nirgendwo gemessen, aber das ist das, was die Unternehmen vor Ort tatsächlich spüren in ihrer täglichen Arbeit. Der dritte Punkt, ich will noch mal darauf hinweisen, weil man jetzt ja natürlich auch dazu dient die Anhörung im Gesetzgebungsverfahren ist, welche Verbesserungen sind möglich. Aus unserer Sicht sollte man noch an verschiedenen Stellschrauben die Verhältnismäßigkeit verbessern. Und da haben wir auch in der schriftlichen Stellungnahme Vorschläge gemacht. Aber es gibt eine Reihe von ganz konkreten Vorschlägen, auch zum Beispiel, was den Konsolidierungskreis anbetrifft, dass man da eben zum Beispiel Tochtergesellschaften, die nach HGB nicht konsolidiert werden müssen, dass man die dann auch nicht in diesen Nachhaltigkeitsbericht aufnehmen muss, was aber eigentlich ja vorgesehen ist. Vielleicht das ganz kurz als einen Punkt. Den dritten Punkt will ich noch mal, vierten Punkt, weil er für uns der wichtigste ist, nämlich der freiwillige KMU-Standard. Darauf will ich noch mal hinweisen. Wir sind nicht, treten nicht dafür ein, dass man das alles sein lassen sollte, sondern wir sind ja weit fortgeschritten schon auf dem Weg und haben bestimmte Standards schon. Und wir plädieren dafür, dass man diesen freiwilligen KMU-Standard, der weiterentwickelt worden ist, an dem viele mitarbeiten und an dem wir uns intensiv einbringen, dass man den ins Zentrum stellt und auch Richtung Brüssel, was andere Regulierungen und andere Vorschriften anbetrifft, diesen freiwilligen KMU-Standard überall in den Mittelpunkt stellt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Kambeck. Dann hat als Nächste das Wort Frau Silvi Kreibiel von Germanwatch. Dankeschön. Zunächst möchte ich mal beginnen und mich darüber freuen, dass wir hier eine ganz tolle Frauenquote bei der Expertenbefragung haben. Glückwunsch zu der Besetzung. Ich möchte mit fünf Vorbemerkungen starten, die, glaube ich, die Diskussion hier auch ein bisschen prägen sollten. Das eine ist, dass die CSRD unseres Erachtens sehr gut die neuen Rahmenbedingungen von nachhaltigen Wirtschaften widerspiegelt und dass sie genau das ist, was wir jetzt brauchen und dass Vergleichbarkeit in der Berichterstattung auch schon jetzt dazu beiträgt, dass die Transformation an Fahrt gewinnt. Und ich glaube, wir müssten manchmal ein bisschen mehr uns darauf konzentrieren, was bereits erreicht wurde und wie sehr auch schon Denkweisen in Unternehmen allein die Zusammenarbeit zwischen Nachhaltigkeitsabteilung, Controlling im Kontext der Wesentlichkeitsanalyse sich verbessert haben und was da schon passiert ist. Die zweite Vorbemerkung, Nachhaltigkeitsrisiken sind finanzielle Risiken. Wir hatten das auch schon im Bericht vom Weltklimarat ganz klar dargelegt. Die CSRD kann dazu beitragen, dass wir zukünftige Kosten reduzieren. Und deswegen ist es auch ein sinnvolles Investment. Ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn Unternehmen in Zukunft von disruptiven Veränderungen getroffen werden und die absorbieren müssen, dann doch lieber jetzt die Investitionen. Dritte Vorbemerkung. Ich glaube, wir sollten uns mal ganz arg bei denen bedanken, die mit großer Energie und mit wirklich viel Mut und ohne die notwendige Klarheit in den letzten Monaten schon vorangegangen sind und da auch in einer anderen Atmosphäre diskutieren. Ich finde es auch wirklich schade, dass die politische Debatte diese vielen inspirierenden Einblicke komplett ignoriert. Wir hatten schon gehört, Umlenkung von Investitionen. Die CSRD ist wichtig, um eine effiziente Kapitalallokation zu erreichen. Wir haben ganz viel Finanzsektorregulierung gesehen in den letzten Jahren. Da brauchen wir jetzt die CSRD als fehlendes Puzzlestück, damit eben auch der Finanzsektor seiner Rolle nachkommen kann. Und was für uns auch ganz wichtig ist, die CSRD-Umsetzung muss so passieren, dass sie eben nur im zulässigen Umfang von der CSRD abweicht. Deutschland muss ein verlässlicher Partner der EU bleiben. Natürlich braucht es Entschlackung, natürlich braucht es Verbesserungen, aber bitte auf europäischer Ebene. Und ich glaube, wir wissen alle, wir brauchen diese fördernden Wachstumsschnitte, aber keiner braucht die Kettensägung, keiner braucht eine kettensägende Rhetorik in der Debatte. Zu den konkreten Empfehlungen. Der Mittelstand braucht Unterstützung. Das sehen wir auch. Wir glauben, dass so eine Transformation gemeinsam, aber auch mit einem positiven Blick passieren muss. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass die nicht fristgerechte Transposition nicht zum Nachteil des Mittelstandes wird.
Grundsätzlich sind wir natürlich gegen nationale Sonderwege. Wir haben hier vielleicht aber auch nationale Besonderheiten. Und statt einer Verschiebung der Berichtsfrist von KMU sollte man vielleicht mal überlegen, wie die Bundesregierung gerade auch hier IDW ermutigen kann, bei der Umsetzung und Erstellung der nationalen Prüfungsstandards für die Prüfung mit begrenzter Sicherheit auf dem ersten Nachhaltigkeitsbericht auch Augenmaß walten lassen zu können. Wir wollen mit Sicherheit vermeiden, dass viele KMUs mit eingeschränktem Prüfungsvermerk aus dieser ersten Runde rausgehen. Wir begrüßen viele Unterstützungsmechanismen. Das sehen Sie auch in der Stellungnahme. Ich möchte noch was sagen zum Thema Zweitprüfer. Wir läuten gerade eine neue Ära der Berichterstattung ein. Wir brauchen neue Kompetenzen, neues Wissen, neue Erfahrung. Ich glaube, es wäre jetzt der falsche Zeitpunkt zu sagen, aber wir machen das nur mit den alten Stakeholdern. Das gilt auch für die Umsetzung des DRSC. Das ist die dritte Empfehlung, bitte den 342Q des HGBs zu überprüfen und auch das Mandat an die Bedarfe anzupassen. Es gibt dazu ein Rechtsgutachten, dass das momentan so nicht abgedeckt ist. Lieferkettengesetz hatten wir schon gehört. Eine volle Integration in die CSRD ist wünschenswert. Das ist ein effizientes Vorgehen. Auch wir sind dafür, die Berichtspflichten zu bündeln, aber bitte so, dass das BAFA nach wie vor seiner Prüfungspflicht nachkommen kann. Und die letzte Empfehlung, dass wir kapitalmarktorientierte Förderbanken in die CSRD-Nachhaltigkeitsberichterstattung mit aufnehmen. Auch da gibt es eine Vorbildfunktion, auch da gibt es ein Gerechtigkeitsempfinden, dass alle eben ihren gleichen Beitrag leisten. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kreibiel. Dann hat als Nächste das Wort Frau Kerstin May von der REWE Group. Ja, guten Tag, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, heute im Rahmen der öffentlichen Anhörung Stellung nehmen zu dürfen. Mein Name ist Kerstin May. Ich bin in der REWE Group in der Abteilung Corporate Responsibility verantwortlich für das Team Nachhaltigkeitskommunikation und verantworte damit auch die Umsetzung der CSRD in unserem Konzern. Erlauben Sie mir, bevor ich auf drei ganz konkrete Punkte eingehe, die aus unserer Sicht für die Umsetzung in der Praxis wichtig wären, eine kurze Vorbemerkung. Die REWE Group ist als eines der größten Handels- und Touristikunternehmen in Europa ein genossenschaftlich organisiertes Unternehmen. Wir stehen für rund 1800 Kaufleute und werden 2027 100 Jahre alt. Es ist aufgrund unserer Form als Genossenschaft Teil unserer DNA, nachhaltig zu handeln und langfristig in die Zukunft zu planen. Denn Genossenschaften basieren per se auf Gemeinschaft und Generation übergreifender Perspektive. So haben wir bereits freiwillig 2008, wir waren bisher nicht berichtspflichtig, angefangen, jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht nach GRI zu veröffentlichen und haben in all den Jahren bereits die strategischen Ansätze der REWE Group zu den für uns wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen beschrieben und die Ergebnisse unserer Aktivitäten auch in Kennzahlen, aber eben auch in Projekten aufgezeigt und das Ganze auch freiwillig einer Prüfung unterzogen. Daher steht es außer Frage, dass wir grundsätzlich hinter den Zielen der CSRD stehen. Und wir haben uns auch in der Vergangenheit bereits regelmäßig für verpflichtende Nachhaltigkeitsberichterstattung eingesetzt. Denn wir glauben daran, dass transparente, umfassende und vor allem vergleichbare Berichterstattung im Rahmen eines europäischen Level Playing Fields zentral ist. Hinzu kommt, dass für die notwendige Transformation Verankerung in der Unternehmensführung gebraucht ist, auf C-Level, im Einkauf, im Controlling, in anderen Fachabteilungen, so wie wir es seit Jahren praktizieren. Und das ist eine Entwicklung, die die CSRD ausdrücklich fordert und unterstützt, und das begrüßen wir sehr. Gleichzeitig stellt uns die CSRD in der Praxis aber tatsächlich für einige Hürden, und die sind nicht klein. Die Anforderungen an die Datenerhebung und Prozesse sind enorm. Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund der immer noch vielen offenen Fragen und einer sehr kurzen Übergangszeit sowie der fehlenden Abstimmung zwischen den Gesetzen, die in Verbindung mit der CSRD stehen. Das ist sehr herausfordernd und immens ressourcenintensiv. In der Konsequenz bedeutet das, auch das wurde hier schon angeführt, dass es Ressourcen sind, die in der Praxis für tatsächliche Transformation und innovative Projekte fehlen. Wir brauchen also einen gesunden Pragmatismus zwischen den Pflichten der Offenlegung und Transparenz und Raum für tatsächliche und dringend benötigte Transformationsprozesse. Das bringt mich zu meinem ersten Punkt. Es braucht eine längere Übergangszeit und eine Reduzierung der Komplexität.
Obwohl wir seit 15 Jahren Erfahrung in der Nachhaltigkeitsberichterstattung nach GRI haben, sind die Anforderungen für uns als Unternehmen sehr hoch und enorm ressourcenintensiv. Erschwerend kommt hinzu, dass viele benötigte Informationen, Grundlagen, Fragen nur schleppend und häppchenweise kommen. Das eine war mit Sicherheit, dass die Standards der ESRS zur finalen Berichterstattung vergleichsweise spät erst vorgelegt wurden. Das andere ist, dass wir ja jetzt heute hier zum Beispiel noch zur nationalen Umsetzung diskutieren. Es wurde auch schon darauf hingewiesen, dass die sektorspezifischen Standards noch nicht vorliegen und die zum Beispiel für meinen Konzern zu erwarten sind und uns betreffen werden, auch vor Mitte 2026 nicht vorliegen werden. Was heißt das in der Praxis? Ich kann immer nur mit Annahmen agieren, die ich immer wieder, wenn dann die Regulierung vorliegt, neu anpassen muss, neu hinterfragen muss. Das kostet immer Zeit, das kostet immer Ressourcen und bringt im Endeffekt den Wunsch oder das Bedürfnis nach einer längeren Übergangszeit, die den Vorteil hätte, dass man auch Raum und Zeit für eine stärkere Branchenzusammenarbeit hätte. Denn derzeit tätigt jedes Unternehmen diese Ableitungen für sich selbst. Mein zweiter Punkt bezieht sich auf die Änderungen in der LKSG-Berichtspflicht. Wir begrüßen zwar die angedachte Erleichterung, stellen uns aber die Frage, wie wir mit den Berichten für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 umgehen sollen. Und der dritte und letzte Punkt ist, ich hatte gesagt, wir sind eine Genossenschaft. Während es in Deutschland viele genossenschaftliche Unternehmen gibt, glauben wir, dass das Geschäftsmodell in der EU-Regulierung nicht bedacht worden ist und wünschen uns eine gesetzliche Klarstellung, dass in Bezug auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung einer Genossenschaft auch die Konzernmutter, die Tochtergesellschaften unter denselben Voraussetzungen von einer eigenen Berichtspflichtung befreien kann. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau May. Als nächstes hat das Wort Frau Melanie Sack vom Institut der Wirtschaftsprüfer. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich bedanke mich, dass ich heute hier als Sachverständige sprechen darf. Die Ziele des Green Deal sind aus meiner Sicht absolut nachvollziehbar und der Regierungsentwurf stellt auch die richtigen Weichen, damit diese Richtlinie zielführend umgesetzt und qualitativ hochwertig geprüft werden kann. Zwei Themen möchte ich aus der Stellungnahme betonen. Das erste Thema, und das ist, glaube ich, besonders wichtig, ist die Frage der Rechtssicherheit für die Unternehmen und Prüfer. Und da kann ich nur appellieren, dass die schnelle Umsetzung jetzt noch im Jahr 2024 erfolgen sollte. Und die zweite Frage, zu der ich mich hier äußern möchte, ist natürlich die Frage, wer soll eigentlich die Nachhaltigkeitsberichterstattung prüfen? Soll es bei der Beibehaltung der jetzt vorgesehenen Vorbehaltsaufgabe für den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer bleiben? Und da spreche ich mich aus verschiedenen Gründen dafür aus. Der erste Grund ist die Frage der Qualität und der Vergleichbarkeit. Der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer wurde eingerichtet, um Vertrauen in Informationen zu geben, um sicherzustellen, dass Informationen verlässlich und vergleichbar sind, damit informierte Entscheidungen getroffen werden können. Und genau darum geht es und muss es auch bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung gehen. Es ist eine risikobasierte betriebswirtschaftliche Prüfung, die in einem Gesamturteil nachher Assurance gibt. Und die Prüfungsmethodologie, die wurde vom Berufsstand über Jahrzehnte entwickelt und heute ist die Prüfung eine komplexe Dienstleistung. Die Prüfung erfordert darüber hinaus Wissen über IS und G, das haben wir schon gehört, aber auch über F, also auch über Financials. Und das haben nur Wirtschaftsprüfer. Wir sind als Generalisten ausgebildet. Es geht hier um eine integrative Berichterstattung und Nachhaltigkeitsberichterstattung und Finanzberichterstattung müssen zusammen gedacht werden. Sie fußen auf einer Unternehmensstrategie, sie haben Interdependenzen, Verweise, Abhängigkeiten und gegenseitige Auswirkungen. Und das erkennt man im Übrigen schon bei der Wesentlichkeitsanalyse, denn hier ist auch die Outside-In-Perspektive zu berücksichtigen. Also es geht um nachhaltigkeitsbezogene finanzielle Risiken. Es gibt im Übrigen diverse Studien, wissenschaftliche Studien, die das belegen, dass die Qualität der Prüfung steigt, wenn die externe Prüfung durch Wirtschaftsprüfer vorgenommen wurde. Der zweite Grund ist das Thema Kosten und Bürokratisierung. Artikel 34 Absatz 4 der Bilanzrichtlinie macht eine gleichwertige Infrastruktur erforderlich und der Berufsstand unterliegt einer umfangreichen Anzahl von gesetzlichen Regelungen, WPO und HGB seien hier genannt, aber auch diversen berufsstandsinternen Regelungen, insbesondere der Code of Ethics, auch der IDW-Wertekodex sind hier zu nennen. Aufsichtssysteme, Berufsgrundsätze, Sanktionen, das alles hat kein anderer Berufsstand, so wie es der Wirtschaftsprüfer hat. Es müsste teuer aufgebaut werden und es kann auch nicht einfach herbeigeredet werden.
Und diese Kosten bzw. die Unmöglichkeit, ein solches erforderliches Level Playing Field einzurichten, ist übrigens einer der Gründe, warum viele europäische Staaten die Dritten eben gerade nicht zulassen. Es geht auch um das Thema Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland. Die Frage ist ja, wer soll denn dann zugelassen werden und wie sichert man die Qualifikation auch beispielsweise von Anbietern aus Drittstaaten? Und es geht hier um das Vertrauen des deutschen Finanzplatzes. Und ein weiterer Punkt, das ist meine persönliche Meinung, ich gehe davon aus, dass der Großteil der Wirtschaft nicht den Dritten nehmen wird, sondern er wird beim Abschlussprüfer bleiben, wie er das im Übrigen bei der freiwilligen Prüfung nach der NFRD auch schon getan hat. Und warum? Zum einen, weil die Unternehmen, die unter die CSRD fallen, alle prüfungspflichtig sind. Sie haben also bereits einen Abschlussprüfer. Wir haben hier eine Verordnung, die zwingend im Lagebericht erfolgt. Das heißt, die Prüfung ist zeitgleich vorzunehmen. Es würde zu Doppelarbeiten kommen, das habe ich schon ausgeführt, wegen dieser Interdependenzen. Und das würde sich natürlich auch im Preis niederschlagen. Es würde also eher teurer werden. Darüber hinaus ist zwei Prüfer gleichzeitig zu bedienen, im Übrigen auch für Unternehmen aufwendig, weil natürlich Unterlagen und Auskünfte erfolgen müssten. Lass mich ganz kurz zusammenfassend sagen, die Aufgabe liegt in der Kernkompetenz des Berufsstands der Wirtschaftsprüfer. Hohe Qualität der Prüfung ist für das Vertrauen in den Kapitalmarkt unerlässlich. Ein kostenintensiver Ausbau von Strukturen würde möglicherweise am Bedarf vorbeigehen. Und es sollte nach anderen Möglichkeiten gesucht werden, KMUs bzw. die Wirtschaft insgesamt zu entlasten. Und vielleicht diskutieren wir darüber gleich nochmal. Vielen Dank, Frau Sack. Dann schalten wir nun zu Frau Silke Strimlau. Sie ist die Vorsitzende des Sustainable Finance Beirats der Bundesregierung. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Parlamentarier, vielen Dank für die Einladung in diese Runde. Ich entschuldige mich, dass ich heute außer Haus bin und von daher nicht vor Ort. Mir sind zwei Dinge wichtig, die ich jetzt auch gerade von den Kolleginnen und Kollegen gehört habe. Und ich glaube, das müssen wir uns noch einmal klar machen. Warum hat man die CSRD eingeführt? Ich war lange Jahre Kapitalanlagevorstände in einer Pensionskasse, habe also am Kapitalmarkt Geld angelegt. Und die Situation war einfach oder ist einfach, dass wir Nachhaltigkeitsratings haben, die nicht vergleichbar sind. Wir haben unterschiedliche Definitionen, was eine nachhaltige Wirtschaftsaktivität ist. Und wir haben Daten, die nicht vergleichbar sind, gerade nicht in Deutschland und auch nicht in Europa. Das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Daten, die Unternehmen bisher berichtet haben. Und das wollte die CSRD und das will die CSRD. Und deswegen dringen wir als Sustainable Finance Beirat darauf, dass sie es schnell umsetzen. Weil wir brauchen vergleichbare, valide Daten, die die Nachhaltigkeitsbestrebungen der Unternehmen messen und in greifbare Indikatoren übersetzen. Wir können gerne darüber diskutieren, dass das Ganze kohärenter sein muss. Und dass wir vielleicht auch nochmal sagen, 20% der CSRD wird nochmal eingedampft. Wir gucken nochmal, welche relevanten Indikatoren brauchen wir. Und da geben wir nochmal einen Prüfauftrag hin. Das muss auf europäischer Ebene passieren. Das sollte nicht in Deutschland passieren, weil das betrifft eben alle Länder. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Finanzmarktakteure, als Investoren vergleichbare Daten bekommen. Punkt eins. Und Punkt zwei, was man eben auch damit erreichen wollte und was jetzt schon passiert und die Unternehmen, die damit angefangen sind in diesem Jahr, ja, die stöhnen und es wird gejammert, definitiv. Aber die Unternehmen sagen auch, ey, dadurch, dass wir uns mit diesem CSRD-System auseinandersetzen, bekommen wir einen sehr strukturierten Überblick über unser Unternehmen. Wir bekommen einen strukturierten Überblick, systematischen Überblick über die Chancen und Risiken, über die Nachhaltigkeitsrisiken und Chancen. Und das ist ein absoluter Stellenwert, den wir nicht gering schätzen müssen, weil das Thema Nachhaltigkeit wird nicht mehr weggehen. Wir brauchen eine vergleichbare Berichterstattung. Wir brauchen definitiv eine Unterstützung der KMUs. Die sind in Teilen überfordert. Hier würde ich gerne sehen, dass die Bundesregierung Geld in die Hand nimmt, die IHKs noch mehr unterstützt, den deutschen Nachhaltigkeitskodex. Da ist schon viel passiert, ja, Unterstützung der KMUs. Und ein Punkt zum Thema Umweltgutachter. Sie haben es in unserer Stellungnahme gesehen. Wir haben das im Beirat sehr kontrovers diskutiert. Wir sind dafür, die Umweltgutachter zuzulassen für einen Zeitraum von 3 Jahren und danach zu evaluieren, wie lief der Prozess von der Qualität. Weil wir glauben, das, was Frau Sack auch gerade aufgeführt hat, die Unternehmen werden das sehr klar selber sehen. Wollen sie den Aufwand nehmen, einen Wirtschaftsprüfer zu nehmen und einen Umweltgutachter für die Nachhaltigkeitsberichterstattung? Aber teilweise gibt es hier schon langjährige Beziehungen zwischen den Umweltgutachtern. Die haben ja die EMAS und ISO 14001-Berichte zertifiziert. Von daher, da ist Qualität vorhanden, da gibt es Prüfungsstandards.
genauso wie bei den Wirtschaftsprüfern. Und das, was ich höre von kleinen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, ist die Sorge, wir haben überhaupt nicht die Leute, wir haben nicht die ausgebildeten Nachhaltigkeitsprüfer, wir müssen Unteraufträge an Umweltgutachter geben und wir wollen es nicht nur bei den 4 großen Wirtschaftsprüfern gelassen. Also auch im Sinne einer Gleichheit und einer Level Playing Field zwischen den Umweltgutachtern würden wir ganz klar dafür plädieren, es bei den Umweltgutachtern zu lassen, um hier, weil wir sehen hier eine strukturelle und inhaltliche Vergleichbarkeit, ganz klar. Und von daher meine eindringliche Bitte, verabschieden Sie die CSRD, wie sie steht, lassen Sie die Umweltgutachter zu, über das Thema Förderbanken können wir gleich nochmal reden, aber an dieser Stelle wirklich ganz klar sagen, hier ist ein systemischer Blick auf Nachhaltigkeitsrisiken, wir können es entschlacken, auf jeden Fall, aber nachhaltige Geschäftsmodelle sind die Zukunft und dazu gehört eine klare Messung, was habe ich an Chancen und Risiken und wie berichte ich darüber. Vielen Dank. Danke, Frau Stimlau. Dann geht es bei uns weiter mit Frau Dr. Katrin Wittholz vom DGB. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Teilnahme. Das Mikro ist schon noch richtig an. Ist es an? Nee, schalten Sie es noch mal an. Es leuchtet. Ja, nehmen Sie das. Herzlichen Dank für die Teilnahmemöglichkeit an der Anhörung. Das Ziel des CSRD ist es, den Wandel hin zur sozialeren und ökologischen Wirtschaft zu fordern. Dazu sollen bestehende Defizite in der Nachhaltigkeitsberichterstattung behoben und die Qualität der Berichte verbessert werden, die dann Stakeholder als Basis nehmen können, Veränderungen einzufordern. Der DGB hat stets betont, dass die Verpflichtung der Unternehmen zur transparenteren und vergleichbaren Berichterstattung über Umwelt, Soziales und Governance-Aspekte begrüßt werden kann. Die Berichterstattung nach CSRD und ESRS ist eine unerlässliche Voraussetzung für mehr Verbindlichkeit im Bereich der unternehmerischen Nachhaltigkeit. In diesem Sinne begrüßt der DGB die Richtlinie und ihre anstehende, wenn auch verspätete Umsetzung in deutsches Recht. Der vorliegende Gesetzesentwurf weist unserer Meinung nach jedoch noch Nachbesserungsbedarf aus. Erst die Einbindung der Beschäftigten und ihre Mitbestimmungsgremien ermöglichen ein vollständiges Bild der Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens zu erhalten und soziale Aspekte angemessen zu berücksichtigen. Insbesondere in Paragraphen 289b Absatz 6 und Paragraph 315b Absatz 5 der HGB-Entwurfsfassung gibt es Ansatzpunkte für die Einbeziehung der Beschäftigten. Wir fordern hier, dass der Gesetzestext klarstellt, was unter der Unterrichtung der Arbeitnehmervertretung in Bezug auf die Inhalte des Nachhaltigkeitsberichts und der Erörterung der einschlägigen Informationen und Mittel zur Einholung der Unterprüfung von Nachhaltigkeitsinformationen zu verstehen ist. Dies soll den Interpretationsspielraum einschränken und sicherstellen, dass ein Austausch mit den Arbeitnehmervertretungen über Unternehmensstrategien, Due Diligence-Prozesse, der Identifikation von Risiken, Chancen und Auswirkungen im Sinne der doppelten Wesentlichkeit tatsächlich stattfindet. Denn die Unklarheiten könnten dazu führen, dass Arbeitnehmervertretungen ansonsten weitgehend umgangen werden. Darüber hinaus hat der Gesetzesentwurf den Erwägungsgrund 52 der CSRD, der einen Dialog zwischen Arbeitnehmervertretung und dem Management beschreibt, nicht übernommen. Hier finden wir, dass der Gesetzesentwurf weit hinter der Richtlinie zurückbleibt, denn gerade dieser Erwägungsgrund 52 sehen wir von gewerkschaftlicher Seite als Riesenerfolg. Erwägungsgrund 52 formuliert den Prozess eines Meinungsaustausches zwischen den Arbeitnehmervertretern und der Leitungsebene und führt aus, dass dieser zu einem Zeitpunkt in einer Weise und mit einem Inhalt stattfinden muss, der es den Arbeitnehmervertretern und Vertreterinnen ermöglicht, Stellung zu nehmen. Dementsprechend fehlen nur klare Vorgaben zur Ausgestaltung und zum Zeitpunkt des Austausches. Wir fordern daher, dass der Gesetzestext konkret festlegt, wann und wie Arbeitnehmervertretungen eingebunden werden müssen. Wichtig ist, dass dies zu einem Zeitpunkt geschieht und in einer Art und Weise geschieht, dass die Arbeitnehmervertretungen tatsächlich Einfluss auf den Prozess nehmen können. In Bezug auf die Stellungnahme muss klar sein, dass diese von der Arbeitnehmervertretung eingeholt wird, bevor die Nachhaltigkeitsberichterstattung fertiggestellt wird und Änderungen nicht mehr möglich sind.
Positiv im Gesetzentwurf ist zu bewerten die Benennung der Mitbestimmungsgremien, insbesondere die Hervorhebung des Europäischen Betriebsrates. Wir schlagen auch noch vor den SE-Betriebsrat, der den EBR ja sehr ähnelt, sowie den Wirtschaftsausschuss, wie auch im Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz einzubeziehen sind. Das Gesetz muss unserer Meinung nach außerdem sicherstellen, dass Greenwashing und irreführende Darstellung vermieden werden. Unternehmen müssen die Wesentlichkeitsanalyse erstmals ernsthaft durchführen und betroffene Stakeholder einschließlich der Arbeitnehmervertretung einbinden. Ihre Interessen sollen bei der Identifikation von Auswirkungen sowie bei der Festlegung der Wesentlichkeitsschwellen berücksichtigt werden. Herzlichen Dank. Danke, Frau Dr. Wiedholz. Dann hören wir abschließend in dieser Runde Frau Rechtsanwältin Dr. Winnemann. Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung zu der Anhörung heute. Und die deutsche Wirtschaft ist bereits heute ein Vorreiter beim Thema Nachhaltigkeit und unterstützt grundsätzlich eine Nachhaltigkeitsberichterstattung und die hiermit verbundenen Ziele. Eine Nachhaltigkeitsberichterstattung bietet die Chance, Nachhaltigkeit strukturiert im Unternehmen zu verankern und wirkt sich positiv auf eine Kapitalbeschaffung und den Unternehmenserfolg aus. Es wird eine Transparenz geschaffen und allen Stakeholdern verlässliche und vergleichbare Nachhaltigkeitsinformationen bereitgestellt. Wie bereits gesagt, sind jedoch von der neuen Nachhaltigkeitsberichterstattung nunmehr fast 15.000 Unternehmen direkt betroffen und auch indirekt zahlreiche weitere Unternehmen. Mit der Ausweitung der Berichtspflichten auf Großunternehmen ohne Kapitalmarktorientierung müssen ab dem Jahr 2026 nun erstmals auch viele große Mittelständler Nachhaltigkeitsberichte für Geschäftsjahre ab 2025 veröffentlichen. Gerade die Komplexität der Wesentlichkeitsanalyse, der Wertschöpfungskette und die Datenerhebung der neuen Berichterstattung stellen hierbei die größten Herausforderungen für die Unternehmen, insbesondere aus dem Mittelstand, dar. Denn die benötigten Strukturen und Prozesse sind in vielen Unternehmen noch nicht vorhanden und müssen erstmals neu geschaffen werden. Das gilt insbesondere für den großen Kreis mittelständischer Unternehmen, die indirekt als Teil der Wertschöpfungskette nunmehr von den Nachhaltigkeitspflichten betroffen sind. Sei es, weil sich ein steigender Informationsbedarf ergibt durch berichtspflichtige Geschäftspartner, Kunden, Zulieferer oder Finanzpartner, oder weil der Trickle-Down-Effekt, Kaskadeneffekte entstehen. Da ist es ein großes Anliegen der Wirtschaft, dass die Berichtspflichten verhältnismäßig und praxistauglich ausgestaltet werden. Je nach Unternehmensgröße müssen die Pflichten angemessen sein und die Ressourcen der Unternehmen entsprechend berücksichtigt werden. Wir haben daher in der Stellungnahme einige Nachbesserungsvorschläge zu dem konkreten Gesetzentwurf unterbreitet, die ich hier jetzt kurz ansprechen möchte und vorab allerdings auch sagen möchte, dass positiv zu erwähnen ist, dass einige doppelte Berichtspflichten schon vermieden werden. Das gilt vor allen Dingen für die Berichte nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, die durch die CSRD-Berichte ersetzt werden können, und die LKSG-Berichte müssen erst Ende 2025 dann eingereicht werden. Außerdem wurde die Pflicht zur elektronischen Aufstellung des Lageberichts im ESEF-Format aufgeschoben und die Unternehmen haben nunmehr 2 Jahre mehr Zeit zur Umstellung ihrer Prozesse. Das begrüßen wir ausdrücklich. Allerdings muss unbedingt überarbeitet werden, dass das elektronische Berichtsformat trotz der Verschiebung auf das Jahr 2026 grundsätzlich immer noch bereits bei der Aufstellung des Lageberichts notwendig ist. Diese Regelung verursacht viele Risiken und Komplikationen und bietet keinen Mehrwert, da das Ziel eines am Ende stehenden Berichts im elektronischen Berichtsformat genauso mit der viel praxistauglicheren Offenlegungslösung erreicht werden könnte. Die Aufstellungslösung hingegen ist mit dem in Deutschland gängigen System zwischen Vorstand und Aufsichtsrat nicht kompatibel und verschafft den deutschen Unternehmen Wettbewerbsnachteile gegenüber dem europäischen Ausland. Und nicht zuletzt werden neue bürokratische Kosten entstehen, indem bei der Prüfung bisher nur Wirtschaftsprüfer zugelassen sind. Wir setzen uns dafür ein, dass Unternehmen eine Entscheidungsfreiheit erhalten, weil hier gerade ja auch schon gesagt wurde, insbesondere der Mittelstand ist hier betroffen, und wir wünschen uns hier eine Ausweitung
auf unabhängige Prüfdienstleister, die dieselbe Qualität bieten können wie Wirtschaftsprüfer, da sie ja bereits bisher schon durch die nationale Akkreditierungsstelle akkreditiert sind und die ausreichende Qualität bieten können. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Winnemann. Wir können dann in die erste Fragerunde starten. Ich habe dazu auch schon Wortmeldungen aus allen Fraktionen, nee, nicht aus allen Fraktionen, aber aus mehreren. Und als erstes beginnt Esra Limbacher. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Uns liegt heute ja die Richtlinie der Europäischen Union vor, also ein Gesetzesvorhaben, das jetzt nicht aus dem Bundestag gekommen ist. Ich glaube, das ist schon am Anfang wichtig zu erwähnen. Deswegen will ich ein offenes Wort zur Zielsetzung verlieren. So sehr die Ziele uns, glaube ich, fast alle einen, hier mehr Nachhaltigkeit auch in Deutschland zu bewirken, umso genauso wissen wir auch, dass diese Richtlinie jetzt in sehr herausfordernden wirtschaftlichen Zeiten in Deutschland kommt. Und deswegen will ich ganz klar sagen, wir nehmen die Verunsicherung und die Beunruhigung in vielen Teilen der deutschen Wirtschaft, was auch diese Umsetzung der Richtlinie betrifft, sehr, sehr ernst und wollen dem hier in der Umsetzung in deutsches Recht gerecht werden. Das bedeutet für uns, alle Maßnahmen zu ergreifen, dass das so bürokratiearm wie möglich wird und so wenige Belastungen wie möglich auch für die deutsche Wirtschaft durch dieses Gesetz hier entsteht. Das gesagt zu haben, war mir wichtig voranzustellen, weil, glaube ich, das auch eine Grundsatzfrage ist, will ich zwei Fragen an die Sachverständigen stellen. Zunächst mal an Frau May von der REWE Group. Welche Vorteile sehen Sie darin, dass die Unternehmensgruppe oder Ihre Unternehmensgruppe Nachhaltigkeitsberichterstattung tatsächlich umsetzt? Und wie wichtig ist die Umsetzung jetzt noch in diesem Jahr für Sie und für die deutsche Wirtschaft? Und die zweite Frage würde ich gerne stellen an Frau Kaiser. Zur Frage der Behandlung von kleinen und mittleren kommunalen Unternehmen. Sie haben das ja schon in Ihrem Eingangsstatement angedeutet. Können Sie uns sagen, welche Konsequenzen das wirklich für die Unternehmen hätte und wie wir das vermeiden könnten, dass kleine und mittlere kommunale Unternehmen unrichtigerweise in den Anwendungsbereich dieser Richtlinien reinrutschen? Vielen Dank. Dankeschön. Das Wort hat sodann Kollege Fricke. Wir werden nachher von der CDU/CSU hören, dass man das alles ablehnen muss, obwohl im Wesentlichen wir alle wissen, woher diese Richtlinie kommt. Und ich schließe mich meinem Vorredner ausdrücklich an. Wir sind hier als Parlament in der Pflicht, das nachzuvollziehen, was uns nach europäischem Recht und faktisch damit nach Verfassung vorgegeben ist. Wer etwas anderes will, der akzeptiert nicht, dass die europäischen Vorgaben sind. Und ich will zweitens noch sagen, ich hatte die Hoffnung, dass die neue Kommission uns da auch ausreichend Zeit gibt, weil das ja auch die Stellungnahme des Bundesrates ausdrücklich sagt, dass wir hier noch Veränderungen vornehmen sollen und die Bundesregierung zugehen soll. Aber leider hat die Kommission sich dazu entschlossen, uns zum erstmöglichen Zeitpunkt einen Brandbrief zu schreiben und zu sagen, wir sollten doch bitte mit 16 anderen Ländern umsetzen. Und deswegen will ich ausdrücklich sagen, ist Aufgabe dieser Anhörung für uns als Gesetzgeber, und das bitte ich bei den Fragen zu berücksichtigen, wie wir das, was wir leider machen müssen, so möglichst machen, dass es für alle Betroffenen sowohl hinsichtlich der Frage Nachhaltigkeit als auch der Frage der Sozialpartnerschaft als auch der Frage der Unternehmensführung, wie wir das möglichst optimal lösen. Vor dieser Festsetzung wäre meine erste Frage an Frau Sack. Wir haben jetzt immer wieder gehört, gleiche Voraussetzungen für die Qualifikation. Manchmal haben wir gehört, gleichwertige. Hier würde ich von Ihnen gerne noch ein paar nähere Ausführungen haben, ob es gleiche oder gleichwertig ist. Denn das ist, das weiß jeder, der hier in diesem Ausschuss sitzt, ein ganz wesentlicher Unterschied. Und dabei eben auch die Frage berücksichtigen, ob es heute schon möglich wäre, mit einem Gesetz für andere auch eine entsprechende Qualifikation zu erzeugen oder wie der Umfang und die Aufführung wäre. Von Frau Winnemann würde ich gerne wissen, wie aus Sicht des BDI die Frage der Umsetzung bei Ihren Unternehmen gesehen wird. Ich höre von den Größtunternehmen, ich nenne sie bewusst so, die betroffen sind, na, wir haben uns jetzt darauf eingestellt, das muss jetzt halt kommen, das ist auch in Ordnung. Sobald wir aber unter der Ebene Größtunternehmen sind, höre ich was anderes. Und deswegen würde ich von Ihnen schon gerne hören, ob es da
Der BDI vertritt ja da eine ganze Bandbreite von Unternehmen, ob es da unterschiedliche Perspektiven für die Frage gibt, wo wir mit der zweiten Gruppe dann hingehen müssen. Dankeschön. Dann hat Dr. Krings das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit. Warte mal, ich stecke nicht mehr raus. Wird es besser? Ja, wird besser. Also erstmal muss ich den Kollegen Fricke ein bisschen enttäuschen. Wir haben gar nicht vor, heute darüber zu sprechen, wie wir abstimmen wollen, sondern wir wollen uns schlau machen. Das ist nämlich der Zweck einer Anhörung, dass wir von Experten hören wollen, wie sie die ganze Sache bewerten. Und ich denke aber auch, dass es auch im Interesse der FDP ist, sich noch mal ein wenig schlauer zu machen. Die erste Bemerkung. Die zweite ist, ich finde es schon bemerkenswert, wenn auch aus dem Expertenkreis eben gesagt worden ist, naja, der berechtigte, also aus meiner Sicht jedenfalls, berechtigte Hinweis auf die immensen Bürokratiekosten, das sei das Gejammere über Bürokratie. Ich glaube, diese Begrifflichkeiten sollten wir, glaube ich, etwas ernster nehmen, oder dieses Problem sollten wir etwas ernster nehmen. Es ist ja in der Tat eine Richtlinie, das ist richtig, wo die Bundesregierung zugestimmt hat und diesem Koalitionsvertrag ja auch begrüßt, also sicherlich auch ein Projekt dieser Regierung. Damit muss man sich sachlich auseinandersetzen. Und es werden sicherlich gleich noch einige Kollegen zu juristischen Fragen etwas konkreter fragen. Ich würde nochmal gerne einen Schritt zurücktreten und die Herren Bauermann und Comeback befragen, VCI und DRK. Bitte nur vorsichtshalber, Entschuldigung, gegen 12.20 Uhr muss ich zu einem anderen Termin, aber für den Fall, weil ich nicht hoffe, dass ich dann die Antwort nicht abhören oder hören kann, hat mir der Berichterstatter Stefan Mayer versprochen, dass es mir wortgetreu dann übermitteln wird. Aber diese Frage, die ich gerne an Sie beide stellen möchte, ist jetzt, glaube ich, noch mal ganz entscheidend, vielleicht gerade zum Beginn der Anhörung. Denn die Frage ist ja, wie sind Ihre Mitgliedsunternehmen bisher mit Nachhaltigkeitsberichterstattung oder dem Thema Nachhaltigkeit umgegangen? Also ist es so, dass der Nachhaltigkeitsgedanke erst durch diese Berichterstattung sozusagen erstmalig, jedenfalls in relevanter Form, in Unternehmensstrategien, Unternehmenspolitiken eingebaut wird? Oder ist das bisher schon ein Thema? Gibt es also da so eine Art intrinsische Motivation? Und ist dann deshalb vielleicht auch gar nicht damit zu rechnen, dass diese pflichtgemäß, man könnte auch sagen zwangsweise Berichterstattung tatsächlich Unternehmen nachhaltiger ausrichtet? Ist es in der Tat dann nur eine recht bürokratische Dokumentation, ohne einen echten Effekt im Sinne von Nachhaltigkeit zu haben? Das wäre mal ganz interessant, von den beiden Verbänden zu erfahren. Ich darf den Kollegen Krings auch noch darauf hinweisen, dass wir das hier aufzeichnen und er sich das auch im Wortlaut noch mal anhören kann. Aber das dauert doch noch länger, oder? Wann das geht das relativ denn? Schnell. Das geht relativ früher schnell. Dauert es so lange, jetzt ist es schneller geworden. Ja, hat sich alles geändert. Sind wir denn auch besser? Der Kollege Rinkert hat das Wort. Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe zwei Fragen an Frau Dr. Wietholz. Erstmal vielen Dank für Ihre Stellungnahme, für ein Statement heute Morgen. Ich darf mich sonst zu den inhaltlichen Vorab-Ausführungen meinen Kollegen Limbacher und Fricke hier anschließen. Sie, Frau Dr. Wietholz, Sie schreiben in der Stellungnahme, dass die Einbindung von Arbeitnehmervertretung essentiell für eine ausgewogene Nachhaltigkeitsberichterstattung sei. Können Sie uns die Vorteile auch für die Unternehmen schildern, wenn Sie die Arbeitnehmervertreterinnen vorzeitig und frühzeitig beteiligen? Beziehungsweise gibt es aus Ihrer Sicht sonst auch irgendwelche Nachteile, die daraus folgen könnten, wenn man dies eben nicht tut? Meine zweite Frage, ein großes Thema ist ja das Verhältnis zwischen der Nachhaltigkeitsberichterstattung und insbesondere dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Während es richtig ist, Doppelungen und unnötige Bürokratie zu vermeiden, möchte ich Sie fragen, ob aus Ihrer Sicht damit auch die gleichen Informationen bei den Unternehmen abgefragt werden oder wie sich die Berichtspflichten inhaltlich unterscheiden. Und könnten Sie dabei gegebenenfalls auch auf die ESRS eingehen? Vielen Dank. Danke. Als nächstes hat das Wort Kollege Limburg. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich muss mich leider dem Kollegen Dr. Krings insofern anschließen, als dass ich mich schon mal vorab dafür entschuldigen muss für mein Hin und Her. Und ich muss gleich auch noch mal rüber in den paralleltagenden Verteidigungsausschuss. Falls ich die Antwort nicht mitbekomme, wird bei mir die Kollegin Katharina Beck natürlich berichten. Frau Kreibiel, ich hätte zwei Fragen an Sie. Zum einen ist das ja bereits mehrfach nicht nur von Ihnen, von mehreren von Ihnen angesprochen worden, auch von meinen Vorrednern, das ganze Thema eine mögliche Öffnung des Prüfermarktes über Wirtschaftsprüfer hinaus. Würde mich einfach nochmal, Sie sind also schon darauf eingegangen, aber interessieren, wie Sie das bewerten, beziehungsweise welche Bedingungen oder Anforderungen aus Ihrer Sicht an die Zulassung von Prüfern für die entsprechenden Berichte gestellt werden müssen. Und die zweite Frage betrifft, das hat Kollege Rinkert gerade auch nochmal angesprochen, das ganze Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Sie haben ja gerade grundsätzlich die Integration sozusagen begrüßt.
gleichzeitig den Aspekt angesprochen, dass man natürlich vermeiden muss, dass wichtige Informationen wegfallen, Transparenz verloren geht, Öffentlichkeit, Kontrolle durch das BAFA muss gewährleistet sein. Also welche Kriterien, was ist aus Ihrer Sicht wichtig dabei, wenn wir das sozusagen zusammenfassen, zu beachten? Dann hat Kollege Stefan Mayer das Wort. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte zunächst den Sachverständigen ganz herzlich danken für Ihre schriftlichen Ausführungen, die Sie uns im Vorfeld haben zukommen lassen, und vor allem auch für Ihre mündlichen Ausführungen, die Sie eben uns zuteil werden haben lassen, und darf Ihnen versichern, dass diese Ausführungen für uns als Gesetzgeber von essentieller Bedeutung sind im Hinblick auf eine substanzierte, profunde, und ich betone das auch ausdrücklich, gerade im Hinblick auch auf die Wortmeldung des Kollegen Fricke, auch unvoreingenommene Bewertung dieses Gesetzentwurfs. Zu der Frage, die der Kollege Fricke aufgeworfen hat, woher kommt die CSRD? Sie kommt vom europäischen Gesetzgeber, der hat im November 2022 dieser Richtlinie zugestimmt. Mit europäischem Gesetzgeber meine ich einerseits das Europäische Parlament, andererseits aber auch den EU-Rat, also sprich die aktuelle Bundesregierung hat etwa ein Jahr nach Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit der CSRD die Zustimmung gegeben. Nur zur Klarstellung auch des Sachverhaltes. Ich habe zu Beginn zwei Fragen an Herrn Dr. Kambeck. Zum einen mal wird ja sehr intensiv über die Frage diskutiert, wie viele Unternehmen sind denn letzten Endes in Deutschland von der Berichtspflicht betroffen. Unmittelbar sind es so um die 15.000, aber Sie haben ja auch den sogenannten Trickle-Down-Effekt angesprochen, der ja zur Folge hat, dass auch Unternehmen, die zwar nicht unmittelbar Adressaten der Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der CSRD sind, aufgrund der Lieferketten und aufgrund der Wertschöpfungsketten, denen sie unterliegen, mittelbar in die Berichtspflicht mit einbezogen werden. Erstens, wie viele Unternehmen oder von wie vielen Unternehmen gehen Sie aus, dass mittelbar von der Berichtspflicht betroffen sind? Und mit welchen Kosten ist denn tatsächlich zu rechnen? Das ist die zweite Frage, die ich zu Beginn stellen möchte. Die Bundesregierung geht von einem jährlichen Erfüllungsaufwand von 1,58 Milliarden Euro aus, einmalig von etwa 846 Millionen Euro. Nach Expertenmeinungen sind beide Zahlen zu deutlich zu niedrig gegriffen. Und die zweite Frage ist eben, mit welchen Kosten haben auch Klein- und Kleinstunternehmen denn jährlich an Erfüllungsaufwand zu rechnen, wenn sie von der Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht umfasst sind? Und letzte angemeldete Frage kommt von Kollegin Beck. Ja, vielen Dank für die spannende Anhörung und an alle Sachverständigen für die wertvollen Beiträge. Und ich habe vorher, bevor ich in den Bundestag gegangen bin, selber sehr viel mit Nachhaltigkeitsabteilungen zusammengearbeitet. Frau May, Ihre Ausführungen konnte ich sehr gut nachempfinden. Meine Frage richtet sich jetzt oder Fragen an Silke Striemlau, die ja hier auch den Finanzsektor ein bisschen vertritt. Könnten Sie vielleicht noch mal ein bisschen erläutern, wie Banken und eben der Finanzsektor diese Daten vielleicht auch benötigen, vielleicht noch mal ein bisschen zusammentragen, was das auch für Auswirkungen für die Kapitalmarkt- und Bankenkommunikation hat. Und zweitens, im Endeffekt geht es hier ja um Unternehmertum, um Marktwirtschaft. Also welche marktwirtschaftlichen, vielleicht positiven Effekte auf Unternehmensführung versprechen Sie sich auch durch eine Einführung von Nachhaltigkeitsberichterstattung bzw. deren Standardisierung? Vielen Dank. Gut, dann haben wir jetzt noch eine Nachmeldung von Kollegen Dr. Plum. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die Sachverständigen für ihre Zeit und ihre Expertise. Ich will noch mal auf den Punkt eingehen, der ja auch immer sehr heiß diskutiert wird, die Frage, wer darf am Ende prüfen? Dürfen das nur die Wirtschaftsprüfer oder dürfen das auch die sogenannten Dritten? Ich würde gerne Herrn Dr. Kambeck und Frau Dr. Wünnemann noch mal fragen. Frau Dr. Wünnemann hat das ja eben schon im Ende anklingen lassen, wie Ihre Haltung ist, wie Sie sich hier eine Regelung wünschen und welche Gründe dann gerade bei Frau Dr. Wünnemann dafür sprechen, auch Dritte mit einzubeziehen in die Möglichkeit der Prüfung. Dann starten wir jetzt mit der Antwortrunde. Und da hat Frau Dr. Wünnemann zwei Fragen von
Kollegen Fricke und Dr. Plum. Ja, vielen Dank für die Fragen. Zunächst zu Ihrer Frage, Herr Fricke. Es gibt große Unterschiede natürlich zwischen den großen börsennotierten Unternehmen, die bisher schon in vielen Bereichen Nachhaltigkeitsberichterstattung machen, zum Beispiel nach dem GRI-Reporting, und dem Mittelstand, der hierauf noch nicht vorbereitet ist und neue Prozesse und Strukturen etablieren muss, um die CSRD-Umsetzung jetzt umzusetzen. Das muss man schon sagen, da gibt es große Unterschiede. Was aber bei allen Unternehmen gleich ist, ist halt die Anforderung oder der dringende Wunsch, die Regelungen hier in Deutschland praxistauglich auszugestalten und keine Verschärfungen umzusetzen gegenüber den europäischen Vorgaben. Und als erster Punkt wird immer die Aufstellungslösung genannt, die wirklich Wettbewerbsnachteile verschafft und mehr Aufwand für die Unternehmen, dass da die Nachbesserung kommt. Der zweite Punkt, eine Bagatellregelung für Tochtergesellschaften. Und der dritte Punkt, die Wahlmöglichkeit für Prüfdienstleister. Dann gehe ich gleich auf die zweite Frage ein, zum Thema Prüfung der Nachhaltigkeitsberichte. Da sehen wir es halt im Interesse der Unternehmen für sinnvoll an, dass man hier nicht nur Wirtschaftsprüfer, sondern auch unabhängige Prüfdienstleister, die Prüfung ermöglicht. Das hat vor allen Dingen auch Kapazitätsgründe, dass die Unternehmen einfach auch gerade in ländlichen Regionen Möglichkeiten haben, etablierte Prüfdienstleister hier zu beauftragen. Die sind häufig auch kostengünstiger als Wirtschaftsprüfer. Und das ist aus unserer Sicht wichtig, um den Unternehmen höchstmögliche Flexibilität hierbei bei dem schwierigen Thema Nachhaltigkeit zu ermöglichen. Das Thema Qualität ist natürlich für uns auch sehr wichtig, dass Standards hier gesichert werden. Aber wie ich schon sagte, sind ja unabhängige Prüfdienstleister auch schon jetzt sehr vertraut mit den technischen Anforderungen, mit den CEN- und ISO-Normen, die hier schon bisher von diesen Prüfern erfüllt werden, und die Akkreditierung durch die nationale Akkreditierungsstelle, die hier die erforderliche Qualität der Prüfdienstleister sicherstellt. Und nicht zuletzt natürlich auch die europäische Vergleichbarkeit. Wir haben es gehört, in einigen anderen Ländern wird das bisher schon ermöglicht, dass unabhängige Prüfdienstleister hier auch zugelassen werden. Und daher sehen wir es als ein Standortthema auch hier in Deutschland an, den Unternehmen hier möglichst die Wahlfreiheit zu eröffnen. Ja, vielen Dank. Dann geht es weiter mit Frau Dr. Wietholz und den beiden Fragen von Kollegen Rinkert. Ja, vielen Dank. Ich beantworte erstmal die Frage zum Mehrwert der Einbindung der Arbeitnehmervertretung. Also Beschäftigten haben ein naheliegendes Interesse, dass das Unternehmen langfristig erfolgreich ist und Arbeitsplätze sichert, besonders in Zeiten der sozial-ökologischen Transformation. Und Arbeitnehmerbelange, die unter der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit fallen, sowas wie Arbeitsbedingungen und Gleichstellung, sind bedeutende Themen der Arbeitnehmervertretung und werden entsprechend von ihnen befördert. Eine neue Studie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung zeigt einen positiven Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Mitbestimmung auf. Unternehmen, die einen paritätisch mitbestimmten Aufsichtsrat haben, haben zu 65% einen hohen ESG-Score, während Unternehmen ohne paritätische Mitbestimmung nur 19% so einen hohen Wert erreichen. Haben. Arbeitnehmervertretungen können durch ihre alltägliche Arbeit, durch die Arbeitssituation, die Unternehmensstrategie in Bezug auf Beschäftigung und Nachhaltigkeitsfragen sehr gut einschätzen. Sie können wertvolles Wissen einbringen. Ihre Stellungnahme kann dem Aufsichtsrat bei der Prüfung unterstützen. Und ihre Einbindung in die Wesentlichkeitsanalyse ist entscheidend, um verlässliche Ergebnisse im Sinne der verlangten doppelten Wesentlichkeit zu erzielen. Ohne die Mitwirkung der Arbeitnehmervertretungen lassen sich tatsächliche Auswirkungen kaum feststellen und die Schwellenwerte auch nicht richtig bewerten. Es zeigen schon erste Analysen von den First Movers, also von Unternehmen, die freiwillig nach ESRS berichtet haben, aber noch nicht müssen, dass diese kaum negative Auswirkungen in ihrer unternehmerischen Tätigkeit finden und dass sie auch die internen Stakeholder nicht oder verhältnismäßig selten einbinden. Für eine korrekte Nachhaltigkeitsberichterstattung, die dann Greenwashing oder Greenwashing verhindert, ist also eine frühzeitige Einbindung von Arbeitnehmervertretungen von Bedeutung. Dann sind auch die Berichte eigentlich wirklich umfassend und wirklichkeitsgetreu.
Dann würde ich jetzt zur zweiten Frage kommen. Und die war, Unterschiede in der Berichterstattung zwischen dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und den ESRS. Genau, also während die ESRS Transparenzanforderungen an die Unternehmen, an die Nachhaltigkeitsberichterstattung der Unternehmen festlegen, ohne spezifische Maßnahmen von den Unternehmen zu fordern, mit Ausnahme jetzt der Wesentlichkeitsanalyse, erhält das LKSG eine Reihe von verbindlichen Maßnahmen zur Achtung der Menschenrechte, die die Unternehmen umsetzen müssen. Darunter fällt zum Beispiel die Grundsatzerklärung, dass eine Zuständigkeit im Unternehmen vorhanden sein muss, also Menschenrechtsbeauftragter, ein Risikomanagement, Prävention, Wirksamkeitsanalysen und Beschwerdeverfahren. Und die müssen alle ganz bestimmten gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Also die Berichterstattung nach dem LKSG erfolgt anhand Beantwortung eines Fragebogens, der offenlegt, ob und wie das Unternehmen diese gesetzlichen Anforderungen entsprochen hat. Am Beispiel jetzt der Grundsatzerklärung wird abgefragt, ob sie vorliegt, ob die gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Benennung von Risiken und Due Diligence-Prozessen darin auftreten und ob die an die Beschäftigten, den Betriebsrat und die Öffentlichkeit und die Lieferkette kommuniziert worden ist. Genau, also die unterstützt die Einhaltung der Kontrolle des Gesetzes. Im Gegensatz dazu, die ESAE fragt eigentlich nur Strategien und Maßnahmen und Ziele ab, aber nicht konkret die Forderungen, die das LKSG an die Unternehmen stellt. Und problematisch ist außerdem die Wahloption, weil die Berichtspflicht nach ESRS dem Wesentlichkeitsvorbehalt unterliegt. Das bedeutet, dass die Unternehmen möglicherweise Arbeitnehmerrechte gar nicht als wesentlich anerkennen und darüber dann nicht berichten müssen. Vielen Dank. Dann geht es weiter mit Frau Silke-Strimlau und den Fragen von Frau Kollegin Beck. Ja, vielen Dank. Die erste Frage von Frau Beck zielte auf die Banken. Brauchen Banken diese Daten eigentlich aus der CSRD? Und da muss man ganz klar sagen, ja. Zum einen aufgrund der Regulierung. Wir haben die Offenlegungsverordnung, wir haben ein BaFin-Merkblatt, Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in Risikomodelle. Das heißt, Banken sind jetzt schon und auch in Zukunft noch mehr eigentlich dazu aufgefordert, die Nachhaltigkeitsrisiken ihrer Unternehmen, denen sie Kredite geben oder in die sie investieren, besser abzuschätzen. Und dafür brauchen sie valide, vergleichbare, testierte Daten. Das, was im Moment ist, dass Investoren kaufen sich Nachhaltigkeitsratings ein. Dafür haben sie auch enormen Aufwand und Kosten. Die können sie in den nächsten Jahren wirklich sparen, weil es dann die CSRD-Daten gibt, die dann vielleicht sogar im ESAB irgendwann kostenlos bereitgestellt werden. Das heißt, hier übernimmt die CSRD eine ganz wichtige Bindefunktion zwischen Investoren, Banken, Kapitalmarkt und der Realwirtschaft. Und Sie haben vielleicht alle gerade die BDI-Studie zum Beitrag zur Transformation gelesen. Wie transformieren wir dieses Industrieland Deutschland? Und wir gehen die einzelnen Sektoren durch. Und das übernimmt genau die CSRD, weil diese Daten berichtet werden und die Unternehmen wirklich genau durchgehen müssen, ob ihr Geschäftsmodell zukunftsfähig ist. Und Banken brauchen diese Daten. Die fragen die jetzt schon ab. Allerdings, und das werden Sie auch hören, wenn Sie mit Unternehmen sprechen, mit sehr viel unterschiedlichen Fragebögen, mit ganz unterschiedlichen Fragen, die abgefragt werden. Das ist ein enormer Aufwand für Unternehmen. Sodass, also ich will die CSRD nicht als Bürokratie-Reduzierer darstellen. Ne? Das wäre wirklich zu stark gesagt. Aber was wir bekommen, sind vergleichbare Daten. Und die brauchen Banken, die brauchen sie für ihre Kreditrisikomodelle, die brauchen sie für die Offenlegungspflichten und die brauchen sie, damit sie eigentlich zukünftig sagen können, ob die Geschäftsmodelle zukunftsfähig sind und ob sie dieses Geld jemals wiederbekommen werden. Weil wir werden viel stärkere Nachhaltigkeitsauswirkungen haben, wir werden Starkwetterereignisse haben, wir werden Extremwetterereignisse haben und die werden eine Gefahr weiterhin auch für Unternehmen und ihre Geschäftsmodelle sein. Die zweite Frage zielte darauf ab, was hat es eigentlich die CSRD, hat die einen Impact? Gibt es dort marktwirtschaftliche Effekte? Und das muss man ganz klar bejahen. Es gibt aber auch noch eine Idee, die wir im Sustainable Finance Beirat gerade diskutiert haben, die erstmal nichts mit der CSRD zu tun hat, sondern die eher nochmal stark auf dieses Thema marktwirtschaftliche Effekte geht. Und das wäre, eine Kennzahl zu nehmen. Kerstin Lopatta, Uni Hamburg und Professor Müller, Uni Köln haben dazu gerade ein Gutachten entwickelt. Es geht um ein CO2-adjusted EBIT, ein CO2-bereinigtes EBIT, dass man im Prinzip eine Kennzahl hat, sehr bürokratiearm, sehr mit marktwirtschaftlichen Anreizen unterlegt, die die CO2-Emissionen eines Unternehmens misst,
multipliziert mit den Kosten, die CO2-Emissionen verursachen. Da kann man zum Beispiel den Wert des Umweltbundesamtes nehmen. Die haben gerechnet 254 Euro eine Tonne CO2. Man hat das EBIT und man zieht diesen Kostenfaktor ab, für den das Unternehmen verursachlich ist, verantwortlich ist, und stellt diese Zahl zum Beispiel neben die Gewinn- und Verlustrechnung oder in den Lagebericht. Und dann bekommt man eine Zahl, die haben viele Unternehmen jetzt schon und mit der arbeiten sie jetzt auch schon. Und Investoren, Vorstände, Analysten können mit einem Blick sehen, wie hoch ist der CO2-Impact dieses Unternehmens in Euro. Ja? Und das ist eine marktwirtschaftliche Komponente, sehr bürokratiearm. Es steht im Koalitionsvertrag drin, die Koalition hat nicht mehr viel Zeit. Wir würden uns als Beirat wünschen, wenn man in diese Richtung weitergeht, nämlich ganz klar die Frage, wie können eigentlich wesentliche Kennzahlen in die Finanzberichterstattung reinkommen. Wie haben Sie diesen Nachhaltigkeitsfokus und wie verbinden Sie diese beiden Welten? Darum geht es eigentlich in der Zukunft, ja? Dass wir die Nachhaltigkeitswelt mit der Finanzwelt verknüpfen und hier zu einer anderen Gesamtrechnung kommen. Und daher glaube ich, könnte das auch sozusagen ein Punkt nochmal sein, wenn wir sagen, können wir die CSRD irgendwo eindampfen, können wir sie kohärenter machen, wäre ein CO2-Adjusted EBIT wirklich eine spannende Idee, die viele Unternehmen jetzt schon nutzen und die dann aber vergleichbarer wäre, wenn sie von vielen Unternehmen berichtet wird. Ich glaube, das sind meine zwei Dankeschön. Antworten auf die Fragen. Ja. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Strimlau. Dann hat nun das Wort Frau Melanie Sack. Ja, vielen Dank. Also die Frage war ein bisschen zweigeteilt. Die erste Frage war ja, geht es um gleiche oder gleichwertige Voraussetzungen? Artikel 34 Absatz 4 der Richtlinie, über die wir hier sprechen, die Mitgliedstaaten Option aufmacht, sagt ja, dass die Mitgliedstaaten einen unabhängigen Erbringer von Bestätigungsverleistungen auswählen können oder zulassen können, sofern dieser der genannten Richtlinie gleichwertigen Anforderungen unterliegt und verweist dabei, und das möchte ich betonen, aber insbesondere auf die Abschlussprüferrichtlinie. Also das heißt, es geht um eine Gleichwertigkeit in Bezug auf die Abschlussprüferrichtlinie und die Bereiche, die dann immer genannt werden, die die Infrastruktur dann maßgeblich prägen, die Ausbildung, Fortbildung, Qualitätssicherungssysteme und so weiter, sind hier nur Beispiele. Was soll das heißen? Dieses Gleichwertigkeitspostulat bedeutet, dass es dann aber eine gleiche Regelungsqualität haben muss und eine gleiche Wirksamkeit haben muss. Nur dann ist es gleichwertig aus unserer Sicht. Und das bezieht sich eben nicht nur auf die dort genannten Punkte, sondern das bezieht sich ganz umfassend auf das, was es eben insbesondere nach der Abschlussprüferrichtlinie auch ausmacht. Und man kann einzelne Dinge ja rausnehmen aus dieser Infrastruktur. Und ich habe das eben schon in meinem Eingangsstatement gesagt. Wir sehen eigentlich in keinem dieser genannten Bereiche eine wirkliche Gleichwertigkeit oder auch eine gleiche Wirksamkeit. Ich möchte das vielleicht an dem Beispiel Sanktionen und Aufsichtssystem ein Stück weit klar machen. Das berufsaufsichtliche System für Wirtschaftsprüfer ist eben zweigeteilt. Wir haben einmal die WPK als die Körperschaft des öffentlichen Rechts. Wir haben die APAS als berufsstandsunabhängige Aufsicht. Es bestehen Sanktionsmöglichkeiten auch gegen den Wirtschaftsprüfer selber, also auch persönlich bezogene Sanktionsmöglichkeiten, die deutlich schärfer sind als das, was die Akkreditierungssysteme derzeit hergeben. Wir sehen konkrete strafrechtliche Bestimmungen, also öffentliche Bekanntmachung, wenn einer sanktioniert wurde. Und ich sehe nicht, dass man das mal eben mit einem Gesetz und Fingerstreich gleichwertig einrichten kann. Vielen Dank. Frau May antwortet auf Kollegen Limbacher. Danke für die Frage. Das war ja eine zweigeteilte Frage. Sie haben sich einmal nach den Vorteilen aus 15 Jahren Berichterstattung gefragt. Ja, die sind natürlich gegeben, wiewohl man sagen muss, dass die CSRD ganz andere Anforderungen an uns als Konzern stellt und die Anforderungen an Datenerhebung und Prozesse durchaus enorm sind. Nichtsdestotrotz muss man auf der Habenseite sagen, wir konnten ja 15 Jahre lang nur berichten, weil wir vorher was getan haben, sprich weil Nachhaltigkeit strategisch im Unternehmen verankert ist, bei uns fest auf C-Level, sprich im Vorstand. Und das ist sicherlich einer der großen Vorteile, den wir jetzt nach 15 Jahren Arbeit mit Nachhaltigkeitsstrategie und mit Berichtswesen haben. Der zweite Teil der Frage war, ob eine Klärung in diesem Jahr der nationalen Umsetzung für uns noch wichtig ist oder warum der so wichtig ist. Ja, unbedingt.
zwei ganz konkrete Punkte. Der eine ist die Besonderheit der genossenschaftlichen Strukturen. Da wünschen wir uns eine gesetzliche Klarstellung in Bezug darauf, dass eine Genossenschaft als Konzernmutter alle Tochtergesellschaften unter denselben Voraussetzungen von einer eigenen Berichterstattung befreien kann, weil wir glauben, dass das auch die Stoßrichtung der EU-Regulatorik ist. Die will ja nicht, dass wir den Rewe-Kaufmann in Hilden mit dem Edeka-Kaufmann in Bad Bramstedt vergleichen, sondern die möchte ja, dass wir die Rewe Group in Köln mit zum Beispiel der Edeka in Hamburg jeweils als Gesamtkonzern vergleichen. Und weil Genossenschaften sehr deutsches Thema sind, wünschen wir uns hier eine Klärung. Für die genauen Verordnungen verweise ich auf die Stellungnahme des ZGV. Der zweite Punkt ist das Thema LKSG-Berichtspflicht. Da stellt sich für uns die Frage, wir sind erst für das Geschäftsjahr 25 CSRD-berichtspflichtig, wie sollen wir mit den LKSG-Berichten für die Jahre 2023 und 2024 umgehen? Das ist für uns auch dringlich eine Frage, wo wir eine Klärung brauchen noch in diesem Jahr. Und wir plädieren dafür, und das wäre tatsächlich eine echte Erleichterung, wenn wir den Berichtsweg über den BAFA-Fragebogen auf Konzernebene hätten, sodass wir für die Jahre an die BAFA berichten können. Danke schön, Frau May. Dann hat Frau Kreibel das Wort. Ganz herzlichen Dank. Ich würde auf die Frage des Prüfermarktes und Lieferkettengesetz eingehen und vielleicht bei einer Prüferfrage mal einen Schritt zurück machen und wirklich uns noch mal klar machen, dass wir in eine ganz neue Ära der Berichterstattung kommen, die auch ganz andere Kompetenzen erfordert. Das heißt, wir können durchaus davon profitieren, wenn eben neue Stakeholder an den Tisch kommen, die vielleicht gerade einen anderen Hintergrund haben, die eine andere Fachexpertise haben und die vielleicht auch mit einem klareren Blick und einer anderen Zusammenarbeit, dass man davon profitieren kann und dass man vielleicht auch gerade dadurch unangemessene Rückfragen und Anforderungen von Prüferinnen entgegenwirken kann. Denn ich glaube, viele davon sind auch die, die dieses Bürokratiegefühl auslösen. Es ist nämlich nicht unbedingt immer die CSRD selbst. Das haben wir übrigens die gleiche Grundsatzdebatte ja auch beim DSC. Ich glaube, auch da müssen wir einfach jetzt mal realisieren, dass wir ganz andere Kompetenzen brauchen, dass wir auch andere Stakeholder am Tisch brauchen und dass wir deswegen eben auch sowas öffnen müssen. Zum Lieferkettengesetz. Wir hatten betont, dass wir natürlich für eine Integration der Berichtspflichten sind. Wir müssen natürlich sehen, dass die Berichtspflichten unter dem Lieferkettengesetz eine ein bisschen andere Aufgabe haben, nämlich dass wir sehr konkret auch eine Möglichkeit haben für Nachbesserungen in Prozessen und die Nachbesserungsmöglichkeit, die Anforderungen durch das BAFA haben. Und das muss natürlich auch weiterhin so sein. Ja? Es muss so sein, dass alle relevanten Informationen auch in der CSRD abgefragt werden. Und wenn wir eben nicht genau dieses Anforderungsprofil übernehmen, dann verlieren wir so Sachen wie zum Beispiel, dass keine Maßnahmen genannt werden müssen, die ein Unternehmen bedingt durch Beschwerden nach einem Beschwerdemechanismus implementiert hat. Das sind ganz wichtige Informationen, um eben auch zu sehen, was sich denn verändert hat. Und der Punkt ist, glaube ich, klar auch, das BAFA muss dann auch weiterhin involviert sein und muss nicht nur ein Häkchen machen, ein Bericht liegt vor, sondern muss eben auch inhaltlich eine Prüfung durchführen können. Und damit würde ich es erstmal belassen. Vielen Dank, Frau Kreibel. Dann hat Dr. Kambeck das Wort. Sie hatten vier Fragen von den Unionskollegen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich beginne mit der Frage von Herrn Krings, der jetzt leider schon gehen muss, aber Herr Mayer wird berichten. Eine gute Frage, Umgang bisher natürlich sehr unterschiedlich in den Unternehmen. Das wurde ja auch schon mehrfach angesprochen. Es gibt Unternehmen, die schon relativ weit und bestimmte Verfahren auch etabliert haben, interne Systeme aufgebaut haben, was die Nachhaltigkeitsberichterstattung oder überhaupt die Awareness für das Thema Nachhaltigkeit anbetrifft. Und es gibt Unternehmen, die da noch nicht ganz so weit sind. Man muss aber sagen, das ist, glaube ich, der große Unterschied, den man hier noch mal betonen muss, dass es einerseits um Marktprozesse geht und dann um Regulierung geht. Und in den Marktprozessen haben wir ja auch schon Signale, zum Beispiel mit dem CO2, mit dem Zertifikatehandel. Wir haben eine CO2-Bepreisung.
Das sind eigentlich ja Marktmechanismen, die schon das Ziel haben, in die Nachhaltigkeit zu transformieren. Da sind natürlich ganz viele Unternehmen dabei. Für die kommt jetzt auch zusätzlich noch all das an Regulierung dazu, was die Berichtspflichten, was wir heute diskutieren. Und das Problem ist ja für die Unternehmen jetzt nicht, ich habe es ja schon gesagt, die Unternehmen sind durchaus ja bereit, wenn es einen vernünftigen, einfach zu erfüllenden, trotzdem mit Informationen gefüllten Standard geben könnte. Dafür setzen wir uns ja ein. Das Problem ist nur, es gibt auch schon angesprochen, ja ganz unterschiedliche, angefangen vielleicht von der Taxonomie, die ist schon erwähnt worden. Dann gab es mal eine Sozialtaxonomie, haben sich viele Unternehmen schon, das wurde dann mal hinten angestellt. Aber alleine sich mit der Taxonomie zu beschäftigen, ist äußerst komplex. Dann gab es das Lieferkettengesetz, es gibt jetzt CSRD, es gibt Vorschriften für Banken, Versicherungen, Kapitalmarktakteure, die komplex sind, die dann auch hier wiederum runtergehen in die Realwirtschaft, an die Unternehmen. Wir haben CBAM, den Grenzausgleich, auch nicht geregelt. Weiß keiner so genau, wie das technisch vonstatten gehen soll. Also das ist gleichzeitig die Verunsicherung, die da ist. Silke Strimlau, wir haben einen, das mit dem Jammern hat mich auch ein bisschen gestört. Ich dachte, da seien wir eigentlich weiter. Ich will nur noch mal sagen, dass Silke Strimlau hat gesagt, es ist auch richtig, vielen Unternehmen hilft das vielleicht, dass sie eine Struktur bekommen durch die Berichterstattung. Aber das ist, es wurde ganz viel gesprochen, Silke Strimlau, mehrfach so die Richtung in die zukünftig erfolgreichen Geschäftsmodelle. Das ist aber doch nur ein Teil der Wahrheit. Letztlich geht es darum, wie die Märkte sich entwickeln, wie die Nachfrager sich verhalten. Da kann es und wäre es gut, wenn Nachhaltigkeit da eine große Rolle spielt. Aber jetzt sieht man ja, wie groß die Probleme sind, dass man das eigentlich so reguliert, die Unternehmen transformieren will in eine bestimmte Richtung. Und wir sehen doch ganz viele Probleme, die wir bei dieser Regulierung haben. Ich komme noch mal zurück kurz zur Taxonomie. Wir haben eine intensive Auseinandersetzung, als die Taxonomie ins Leben gerufen wurde, gehabt, welche Branchen wie betroffen sind. Wir haben ganz viele Nachfrager bei unseren Unternehmen, IHK-Unternehmen, die zum Beispiel im Bereich in der Branche äußere Sicherheit unterwegs sind. Das hat sich doch seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine komplett geändert. Da hat man doch gesehen, dass wir haben vorher, hieß es, das ist eine Branche, die produziert irgendwie nichts Nachhaltiges. Die haben Probleme gehabt, Finanzierung zu bekommen. Das hat sich sehr verändert. Und da sieht man auch einen, ja, woran es hakt, wenn man sich vornimmt, alleine mit Regulierung auf Regulierung zu setzen und da in die Zukunft, die Unternehmen in die Zukunft zu führen. Weil wir auch keine, auch das haben wir ja versucht, wir haben auch keine internationalen Standards, das muss man auch noch mal sagen. Das beschäftigt unsere Unternehmen auch, dass es zwar Standards gibt und es gibt auch die Bemühungen um internationale Standards, aber wir haben noch keine. Wir haben ein Institut in Frankfurt angesiedelt, da waren wir froh, dass es nach Deutschland kam, solche Standards zu entwickeln. Wir lernen aber jetzt, das ist gar nicht verzahnt. CSRD und das Frankfurter Institut, die haben irgendwie, es gibt die EFRAG-Gruppe, das ist die technische Umsetzung für die EU-Kommission macht, das ist einfach nicht verzahnt. Und für die Unternehmen ist das äußerst untransparent, was dann jetzt die Standards sein sollen. Also da gibt es offensichtlich doch sehr, sehr unterschiedliche Positionen. So viel vielleicht zur ersten Frage, wie die Unternehmen sich bisher auch darauf eingestellt haben und was die Unternehmen tun können. Zweite Frage, wie viele sind betroffen? Einerseits der Gesetzentwurf zeigt das ja, dass 15.000 Unternehmen betroffen sind. Die 1,6 Milliarden werden ja daraus abgeleitet. Der Erfüllungsaufwand, der einmalige, die 850 Millionen, bezieht sich auch darauf, also Gesetzentwurf. Wenn man das mal runterbricht, sind das eben 58.000 Euro einmalig pro Jahr, beziehungsweise einmalig in der Umsetzung und dann pro Jahr jährlicher Aufwand von über 100.000 Euro, 108.000 Euro. Wobei wir noch mal darauf hinweisen wollen, das sind nicht die kompletten Kosten, die anfallen werden. Die Kosten sind sehr viel höher. Das Stichwort fiel ja auch mal, ja, die Unternehmen müssen sich dann irgendwie, man hilft den Unternehmen, haben Sie, glaube ich, gesagt, ja, den Unternehmen helfen. Das sind in erster Linie Beratungskosten. Die Beratungskosten sind ganz erheblich. Also Unternehmen helfen, wer soll da wie helfen, wenn das nicht Experten sind, die sich mit der komplexen Regulierung auskennen und dann die Unternehmen beraten können. Also das sind sehr aufwendige und teure Beratungsdienstleistungen, die Unternehmen einkaufen müssen. Das also zur Frage von Herrn Mayer. Vielleicht kann man noch mal sagen, insgesamt die Wirtschaft ist in der Breite betroffen. Wir haben jetzt keine genaue Zahl, aber natürlich kann man die Betroffenheit, kann man ganz klar sagen, das geht weit über die 15.000, die hier genannt sind.
hinaus. Wir haben ja den Trickle-Down-Effekt auch beschrieben. Wir bekommen täglich Rückmeldungen von den Unternehmen und da arbeiten wir auch, ich will das nochmal sagen, Silke Stremlau, gut im Beirat zusammen, weil das da auch hineingetragen wird, dieser Trickle-Down-Effekt, das ist angekommen. Das hatte man vielleicht ursprünglich nicht so auf dem Schirm, aber das ist angekommen, dass die Betroffenheit wirklich runtergeht in die Breite der Wirtschaft, in die Breite des Mittelstands und dass man da jetzt nach Lösungen sucht. Dann hat Herr Plum gefragt, wer soll prüfen? Ist auch schon gesagt worden, das ist eine spannende Frage. Einerseits würde ich sagen, ich kann mich da anschließen, was die Leistungen, die die Wirtschaftsprüfer vollbringen. Ich kann mich aber auch dem anschließen, das hat Silke Stremlau in ihrer Stellungnahme auch geschrieben, was die Umweltprüfer anbetrifft. Zumindest mal ist es vielleicht eine gute Idee, dass man das öffnet, aber evaluiert. Das ist immer ja ein gutes Instrument, wenn man nicht so ganz hundertprozentig weiß, welcher ist der richtige Weg, wer sollte jetzt prüfen, das zu öffnen und nach 3 Jahren, nach 5 Jahren zu evaluieren und festzustellen, wie hat das funktioniert, wäre da vielleicht eine gute Idee. Jetzt hatten Sie gesagt, Frau Vorsitzende, ich glaube, es sollten 4 Fragen sein. Ich muss sagen, ich habe 3 Fragen notiert. Fritz Günstler ist schon zufrieden, das ist wunderbar. Wenn Sie noch eine 4. Frage für mich haben, versuche ich die zu beantworten, aber ich hatte 3 notiert. Von Herrn Kring, von Herrn Mayer und Dr. Plum. Okay, dann können wir weiter fortfahren. Vielen Dank. Und es hat Frau Kaiser das Wort. Die Frage kam von Kollegen Limbacher. Ja, vielen Dank. Ich würde sehr gerne jetzt die Frage von Kollege Limbacher beantworten, habe aber an der Stelle noch eine kurze Verständnisfrage. Es ging in Ihrer Frage konkret um die Konsequenzen, wenn kleine und mittlere Unternehmen CSRD umsetzen müssen. Ist das korrekt? Okay, dann mache ich das. Ja, der Anwendungsbereich der CSRD ist klar geregelt. Das habe ich in meinem Eingangsstatement schon gesagt. Und eine Betroffenheit von kleinst, kleinen und mittelgroßen Unternehmen ist schlichtweg hier nicht vorgesehen. Und die Betroffenheit kommt eben allein durch diesen eingangs geschilderten Umstand zum Tragen, ist weder beabsichtigt und bringt enorm viel Bürokratie. Auch das ist heute schon mehrfach gefallen und natürlich viele und hohe Kosten mit sich. Kommunale Unternehmen, also quasi unsere kommunale Familie, die stehen für die Daseinsvorsorge. Und neben der Ver- und Entsorgung ist für uns natürlich auch ein wesentliches Thema aktuell die klimafreundliche Transformation, genauso auch wie soziales Engagement in unseren Regionen. Und auch dies ist eine Form der Nachhaltigkeit. Auch das kann man als Nachhaltigkeit verstehen. Unsere Kernaufgabe aber, die Daseinsvorsorge, die kann eben mit der Erfüllung der Berichtspflichten durch unverhältnismäßig hohe, auch finanzielle Anforderungen von den kleinen und mittelgroßen Unternehmen nicht umgesetzt werden im kommunalen Bereich. Es ist schon mehrfach genannt worden, es sind Personaleinstellungen erforderlich, Beratungskosten in nicht unerheblichem Ausmaß, Software muss ebenfalls angeschafft werden und selbstverständlich auch Prüfungskosten, die im Rahmen der Jahresabschlussprüfung deutlich ansteigen werden. Verbunden mit zeitlich gebundenen Kapazitäten und Fachkräftemangel, ja, auch das betrifft die kommunalen Unternehmen und auch einem eher wenig vorhandenen Know-how in diesem Bereich. Man muss sich hier die Kulturbetriebe vorstellen, sehen wir hier doch sehr große Probleme auf die Unternehmen zukommen, die mitunter nicht umgesetzt werden können. Abschließend kann man sagen, dass das Missverhältnis von Aufwand zur Unternehmensgröße einfach mehr als deutlich ist und wir bitten, das bei der jetzigen Gesetzgebung mit zu berücksichtigen. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Kaiser. Dann haben wir noch eine Frage von Dr. Krings, die sich richtete an Herrn Bauermann. Ja, vielen Dank. Da ging es auch noch mal um die Frage, wie sah die Nachhaltigkeitsberichterstattung bisher aus? Ich würde über BASF berichten. Seit den 60er Jahren berichten wir über Soziales, seit den 80er Jahren über Umwelt und seit 25 Jahren über Nachhaltigkeit. Zunächst in einem separaten Nachhaltigkeitsbericht seit dem Jahr 2007 als integrierter Teil des Lageberichts. Damit ist er auch auditiert. Wir haben mehrfach vom Kapitalmarkt dafür Preise bekommen. Das heißt, der Kapitalmarkt scheint auch an dieser Berichterstattung nichts zu vermissen. Und wir haben natürlich zusätzlich die NFRD-Richtlinie umgesetzt 2017. Das heißt, wir haben eine sehr solide Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die ist uns auch wichtig. Grundsätzlich ist die Transparenz für uns auch etwas Positives. Aber was jetzt geschieht, ist eben eine zusätzliche Bürokratie, sowohl auf der Kostenseite als auch, und es ist mir wirklich zentral, Bindung der Fachkräfte auf der anderen Seite, die über alles hinausgeht, was erforderlich ist. Und das Ziel,
dass sie damit tatsächlich eine gute Berichterstattung haben, wird nicht erreicht. Denn wir werden so granular berichten. Niemand kann das auswerten. Und sie haben immer noch keine international vergleichbare Berichterstattung. Wir haben nur eine europäisch vergleichbare Berichterstattung darüber hinaus. Also das Ziel wird nicht erreicht. Insofern ist das schon hier, was geschaffen wird, ein gewisses Bürokratiemonster. Trotzdem, paradoxerweise, müssen wir uns aussprechen dafür, dass jetzt auch das Umsetzungsgesetz verabschiedet wird. Wir brauchen Rechtssicherheit. Seit 2 Jahren bereiten wir uns vor, die neuen Datenpunkte über unsere Systeme auch erfassen zu können. Wir können jetzt nicht in letzter Sekunde umschwenken. Ja? Wenn Sie mir ein persönliches Wort noch gestatten, mein erster Kontakt mit BASF war im Jahr 2003. Das war auf der Sommerakademie der Studienstiftung. Und da gab es einen Workshop zum Thema Nachhaltigkeit. Das hat mich damals so begeistert, dass ich Mitarbeiter von BASF geworden bin, 2005. Bis heute bin ich da. Wenn ich heute mit dem Thema Nachhaltigkeit und diesem Themenkomplex konfrontiert würde, hätte ich die gleiche Begeisterung, um in diesem Themengebiet anzufangen zu arbeiten? Ich glaube kaum. Schaffen wir es, hoffentlich die Begeisterung bei jungen Menschen aufrechtzuerhalten? Es ist extrem wichtig, denn in der Sache geht es ja um die Umgestaltung der Wirtschaft in eine ökosoziale Marktwirtschaft. Wichtige Worte. Wir starten dann in die zweite Fragerunde und als erstes hat das Wort Kollege Kronberg. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zwei Vorbemerkungen, zwei Fragen. Als persönlichhaftender Gesellschafter in 10. Generation kann ich hier zu Protokoll geben, dass nachhaltiges Wirtschaften ein starkes Wertegefüge der Unternehmerfamilie braucht und notwendiges Freiheitsvertrauen vom Staat. Berichte braucht man dafür nicht. Zweite Vorbemerkung. Es ist richtig und wichtig, die neuen Betroffenheiten in den Blick zu nehmen, neue zusätzliche Betroffenheiten in den Blick zu nehmen. Deshalb ist es mir besonders wichtig, dass man den Blick auf betroffene mittelständische Unternehmen richtet und auch auf den Trickle-Down-Effekt. Erste Frage geht an Frau Wünnemann in dem Zusammenhang. Sehen Sie noch Möglichkeiten, das Gesetz mittelstandsfreundlicher auszugestalten? Sind doppelte Berichtspflichten wirklich ausgeschlossen? Kann man bei den Tochtergesellschaften vielleicht noch Erleichterungen herbeiführen? Und wie könnte der Trickle-Down-Effekt noch auf gesetzlicher Ebene ein bisschen besser eingeschränkt werden? Zweite Frage richtet sich an Frau May. Sie hatten ja schon im Eingangsstatement die Forderung aufgestellt, Genossenschaften sollen für die Genossen mitberichten dürfen. Das haben Sie auch noch mal begründet, aber in der ersten Antwortrunde. Aber so ganz habe ich es noch nicht verstanden. Welche Vorteile genau versprechen sich Genossenschaften da von dieser Forderung? Und wie müsste oder könnte der Gesetzentwurf geändert werden, um sozusagen dem auch gerecht zu werden, was Sie da fordern? Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Günzler. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Schon spannend zu beobachten, dass wir ein Bürokratieentlastungsgesetz 4 beschlossen haben mit großem Erfolg und hier anscheinend mal richtig mehr Bürokratie schaffen. Ob es sinnvoll ist, sei dahingestellt. Ich habe bis heute noch nicht verstanden, warum der Nachhaltigkeitsbericht zwingend im Lagebericht erscheinen muss, wo man das nicht anders geregelt hat. Aber es sind Fragestellungen, die sich hier heute nicht mehr anstellen. Meine Frage geht nochmal an Herrn Dörschel als Präsident der Wirtschaftsprüferkammer. Die Frau Sack hat ja schon ausgeführt zu dem Thema Gleichwertigkeit. Das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein. So habe ich Sie auch verstanden. Natürlich sind Sie als Wirtschaftsprüfer der Meinung, dass der Abschlussprüfer für eine einheitliche Prüfungsqualität sorgen kann. Vielleicht können Sie auch da noch was zu sagen, dass es in einer Hand liegt. Frau Sack hat das auch angedeutet. Aber wenn es weitere Prüfer gibt, die gleichwertig sein sollen, ist der rechtliche Rahmen dafür eigentlich schon gegeben, dass diejenigen, die da in Rede stehen, tatsächlich das jetzt auch machen könnten. Also ich habe ja wahrgenommen, dass das Gesetz jetzt möglichst schnell beschlossen werden soll. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ist denn überhaupt eine Möglichkeit der Öffnung tatsächlich gegeben oder ist das jetzt eine Scheindebatte, die wir hier letztendlich führen? Und dann hätte ich noch eine Frage an Herrn Bauermann. Frau Wünnemann hat es schon angesprochen, die Verbände haben sich gegen die sogenannte Aufstellungslösung ausgesprochen, sondern für die Offenlegungslösung. Vielleicht könnten Sie da noch mal Ihre Sicht der Dinge näher bringen. Und dann die konkrete Frage. Wir wollen ja mal 1:1 umsetzen.
Goldplating vermeiden. Ist das hier gelungen oder sehen Sie hier noch Überregulierung? Dann hat das Wort Kollege Limbacher. Ja, herzlichen Dank. Ich habe auch nur kurze Frage an Frau May, die anschließend an was Sie gerade eben gesagt haben. Es geht ja darum, dass die Besonderheit der Art und Weise, wie Genossenschaften handeln, nicht in dem Gesetzesentwurf mit berücksichtigt wurden. Können Sie vielleicht noch mal ausführen, wie das konkret aussehen müsste, damit dem Rechnung getragen wird? Das ist ja nicht nur für die Rewe-Gruppe besonders wichtig, sondern auch für andere Handelskonzerne, wie zum Beispiel Edeka, die davon auch betroffen sind. Ansonsten würde ich Sie auch gerne noch mal fragen, Sie haben es ja gemerkt, es wird breit darüber diskutiert, wer überhaupt diese Nachhaltigkeitsberichte prüfen darf. Wie ist denn Ihre Haltung dazu? Sehen Sie auch die Notwendigkeit, dass man das öffnen müsste oder reichen die bestehenden Regelungen dafür aus? Herzlichen Dank. Frau Beck, bitte. Gerade beschäftigt, dann Kollege Mayer. Herzlichen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Döschel und eine Frage an Frau Sack. Es steht ja so im Raum, dass wenn die gesetzliche Regelung so bliebe, wie sie jetzt im Entwurf steht, dass nur die Wirtschaftsprüfer legitimiert sind, die Nachhaltigkeitsberichterstattung vorzunehmen, dass es dann zu einer gewissen Ressourcenknappheit kommt. Da würde mich mal interessieren, wie Ihre Perspektive ist, mit wie vielen zusätzlichen Wirtschaftsprüfern ist denn so grosso modo zu rechnen für den Gesamtbereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung in Deutschland und wie viele Wirtschaftsprüfer werden denn so in den kommenden 5, 6 Jahren denn ausgebildet oder mit welchem zusätzlichen Portfolio an Wirtschaftsprüfern ist denn in den nächsten Jahren zu rechnen, um dann auch diesen gestiegenen Anforderungen, auch personellen Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung auch gerecht zu werden? Vielen Dank. Dann hat Kollege Rinkert das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Kaiser. Ich würde gerne Ihnen auch noch mal eine Frage stellen, weil natürlich auch das ganze Thema kommunale Unternehmen, 300.000 Beschäftigte, ist ein großes Thema. Viele von uns sind auch in Aufsichtsräten von Stadtwerken, weil sie noch ein kommunales Mandat haben. Und einige fallen eben auch unter die Größenordnung der CSRD-Richtlinie und der Berichtspflicht. Mit Ihrem Blick aus der Praxis, welche möglichen Verbesserungen sehen Sie für diese Unternehmen, damit sie der großen Aufgabe der Berichterstattung hinreichend gerecht werden können? Und Kollegin Beck. Wunderbar. Meine erste Frage geht an Frau Kreibiel. Und da geht es nochmal um das DRSC und ob Sie nochmal erläutern könnten, ob aus Ihrer Sicht oder warum aus Ihrer Sicht Handlungsbedarf bei der Standardsetzung besteht. Warum ist das bestehende Modell mit dem DRSC nicht auf den Bereich Nachhaltigkeit so übertragbar? So hatten wir es zumindest wahrgenommen. Und könnten Sie da nochmal Ihre Lösungsoptionen oder Gedanken mit uns teilen hier in dieser Runde? Und die zweite Frage geht nochmal an Silke Stremlau vom Sustainable Finance Beirat. Und da geht es mir darum, nochmal herauszufinden, Sie hatten ja am Anfang gesagt, dass Sie sich auch vorstellen könnten, auf europäischer Ebene, das ist jetzt, glaube ich, allen hinreichend klar, wir können diese Einzelstandards hier in der Umsetzung nicht ändern. Aber ne, das sind ja die ISRS, da wo die KPIs und Berichtsthemen drinstehen. Trotzdem sind wir ja ein großer Mitgliedstaat in Europa und der größte natürlich. Ich versuche immer ein bisschen zurückhaltend zu formulieren und können ja einwirken. So, und ich würde jetzt schon gerne wissen, ob Sie eine Idee hätten, weil auch ich als Fan von Nachhaltigkeit muss sagen, das ist schon verständlicherweise so, dass das als sehr viel erachtet wird. Ja, so. Wie könnte man sich dem denn annähern, dass man da vielleicht eine gewisse Entschlackung hinbekommt? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite, das fand ich eben auch sehr wichtig, was Sie betont hatten, dieses Thema auch Kohärenz. Also Offenlegungsverordnung für Finanzmarktakteurinnen, aber eben dann auch CSRD für eben realwirtschaftliche Akteure. Was würde da noch an Wichtigem anstehen, dass man sich dort vielleicht auch in Brüssel noch mal einsetzt? Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Antwortrunde. Und das lässt sich nicht mehr mit 2 Minuten pro Antwort darstellen. Von daher bitte ich, dann möglichst kompakt zu antworten. Herr Bauermann, Sie haben das Wort.
Das Mikrofon, also, bitte. Mikro an. Sie haben eine Kryptosprache, die unleserlich ist. Und die wenden Sie jetzt in der Aufstellungslösung für einen rein internen Vorgang an, nämlich wie der Abschluss zustande kommt im Zusammenspiel Vorstand, Aufsichtsrat, Prüfer. Warum ist das für Dritte relevant? Die Offenlegung ist relevant. Die Aufstellung an sich kann nicht relevant sein. Insofern ist es ausgeschlossen, dass hier auch keinen Handlungsspielraum mehr gibt, so wie das die Bundesregierung sieht. Schon in anderen Rechtsordnungen, wir haben 27 Staaten, in der EU ist es nicht überall gleich, dass genau dieses Wechselspiel der Gremien so stattfindet wie in Deutschland. Und Sie haben eben das Problem, dass die Aufsichtsräte auch auf der Arbeitnehmerseite, die müssen sie alle schulen, dass sie überhaupt mit Entkryptungsmechanismen den Standard lesen können. Also Sie haben hier im Übrigen ein Format, das auch technisch heute schon nicht mehr der neueste Stand der Technik ist. KI ist wesentlich besser. 2027 werden wir entsprechend offenlegen müssen. Da werden wir quasi das analoge Fax ins digitale Fax umgewandelt haben. Aber Fax bleibt Fax. Es ist veraltet. Also insofern keine Aufstellungslösung. Es gab eine zweite Frage zum Goldplating. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch viel sagen kann. Ganz kurz. Ich verweise auf meine Stellungnahme, die wir über den VCI eingereicht haben. Das war schön kurz. Und als nächstes hat dann das Wort Herr Dörschel. Ja, vielen Dank. Herr Günzler hatte nach der Gleichwertigkeit gefragt. Das war ja die Frage, die hier diskutiert wurde. Stellen Sie bitte das Mikrofon an. Entschuldigen Sie. Aber ich glaube, es war hörbar. Ein schriftliches Examen haben, dass wir zwei weitere Klausuren schreiben, also die Kollegen, die ins WP-Examen gehen und Nachhaltigkeitsprüfer werden wollen, zwei weitere schriftliche Klausuren plus mündliche Prüfungen. Wir haben die Nachhaltigkeit in den Qualitätssicherungssystemen, den gesetzlich geforderten Qualitätssicherungssystemen unserer Praxis zu verankern, um diese Qualität sicherzustellen. Also es geht ja am Ende wirklich um das Qualitätsthema. Unsere Qualitätssicherungssysteme werden geprüft durch andere Prüfer und auch durch die APAS. Also wir sind hier in einem Rahmen, wo man, glaube ich, nicht oder wo wir überzeugt sind, dass man nicht im Handstreich sagen kann, das ist alles gleichwertig. Also das müsste man sich schon ziemlich genau anschauen und man müsste das Thema Bürokratie aufbauen. Also im Übrigen Verweis auf unsere Stellungnahme. Einheitliche Prüfungsqualität ist die gewährleistet oder einheitliche, nicht nur Prüfungsqualität, sondern Qualität der Rechnungslegung am Ende. Wir hatten gesagt, einheitliche Qualität, Finanzberichterstattung und Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ja, da müssen wir dran arbeiten. Wir haben natürlich das Thema, dass wir einmal mit hinreichender Sicherheit, einmal mit begrenzter Sicherheit das Testat erteilen oder die Beurteilung vornehmen. Das sind Dinge, an denen arbeiten wir im Berufsstand, an denen arbeiten müssen wir eigentlich alle gemeinsam arbeiten. Und es geht auch um Prüfungsqualität. Ich hatte es eben gesagt, nicht nur im Environmental-Bereich, auch im Social- und im Social-Bereich und im Bereich Governance. Das sind Dinge, an denen wir intern arbeiten, wo wir eben auch, und dann kommen wir zum Thema Ressourcen, im Moment auch im Rahmen der Fortbildung massiv arbeiten. Ressourcenknappheit, das war die Frage, wie viele zusätzliche Wirtschaftsprüfer bekommen wir denn? Naja, wir rüsten auf, wir haben das Examen verändert, wir haben das Wirtschaftsprüferexamen modularisiert. Wir haben dort durchaus erhebliche zusätzliche Interessenten, zusätzliche Damen und Herren, die sich dem Examen unterziehen wollen. Gerade auch mit dem Hintergrund, dass Nachhaltigkeit ein Thema ist, was bewegt und was einen Purpose stiftet. Es ist für unseren Berufsstand wichtig. Großes Interesse an der Registrierung. Man muss sich als Nachhaltigkeitsprüfer registrieren. Als Kammer können wir sagen, die Kollegen fragen nach. Viele wollen registriert werden. Meine eigene Gesellschaft, wir haben 30 Wirtschaftsprüfer in unserem Hause. 10 werden wir registrieren lassen. Wir haben 6, 7 neue Mitarbeiter eingestellt, nur für das Thema Nachhaltigkeit. In den großen Häusern, die ja häufig im Fokus stehen, heißt es, naja, nur um die geht es. Nein, es geht auch um den Mittelstand. Wir wollen das Thema nehmen und wir sehen an dem gesamten Interesse, was wir haben, dass das ein Thema ist, was die Kapazitäten, was wir an Kapazitäten auch darstellen können. Dankeschön, Herr Dörschel. Frau Kaiser, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Nun, welche Verbesserungsvorschläge habe ich für ein Thema, was durch uns kommunale Unternehmen im Grunde noch nie praktiziert wurde? Ich denke, wir müssen uns zunächst auf die neue Berichterstattung einüben.
Schon jetzt wissen wir aber, dass grundsätzliche Erleichterungen auf EU-Ebene definitiv helfen würden. Es ist heute schon das Thema Reduzierung der Datenpunkte zum Beispiel angesprochen worden, aber auch ganz allgemein die zur Diskussion stehende Idee, Sanktionen und Haftungen zumindest für einen gewissen Übergangszeitraum auch auszusetzen. Ja, vielen Dank. Danke. Frau Kreibiel, Sie haben das Wort. Dankeschön. Zur Frage des DRSC möchte ich zunächst mal verweisen auf das Rechtsgutachten, das Germanwatch zusammen mit dem NABU in Auftrag gegeben hat, was zu dem Schluss kommt, dass das DRSC bezüglich der Nachhaltigkeitsberichterstattung derzeit insgesamt ohne entsprechendes Mandat agiert. Wir haben den Link in unserer Stellungnahme eingeführt. Wir müssen dafür immer berücksichtigen, dass das Deutsche Rechnungslegungsstandardkomitee ein e.V. ist, ist vom BMJ beauftragt, öffentliche, insbesondere auch gesamtwirtschaftliche Interessen zu berücksichtigen. In der Satzung vom DRSC sehen wir dann nur noch das gesamtwirtschaftliche Interesse. Und ich glaube, das spiegelt überhaupt nicht das wider, was wir eben sehen in der CSRD, den Wechsel vom Shareholder Value zum Stakeholder Value. Da muss man ran. Es hätte jetzt schon Möglichkeit gegeben, im Umsetzungsgesetz eben neue Anforderungen zu setzen. Wir sehen, dass es rein zeitlich nicht klar, nicht möglich ist. Wir sehen auch vor allen Dingen, dass es jetzt wichtiger ist, das Umsetzungsgesetz schnell durchzukriegen. Da sind wir ja auch voll bei den Erstnutzern. Themen, die aber adressiert werden müssen, sind Quoten für verschiedene Stakeholdergruppen, Beteiligung der fachlich relevanten Ministerien. Also es ist auch eine Frage, ist denn im Ministerium am Ende auch verantwortlich für das, was das DRSC weitermeldet als deutsche Position? Gibt es eine ministerielle Benennung von den Mitgliedern? All das sollte eben geprüft werden. Wir empfehlen jetzt für das Umsetzungsgesetz, dass es zumindest eine klarere Formulierung gibt zu dem Prüfauftrag, dass festgeschrieben werden muss, was geprüft werden muss, bis wann und bis wann es dann umgesetzt werden muss und welches Ministerium in der Leitung sein wird. Dankeschön. Frau May, Sie haben das Wort. Ja, es gab zwei Fragen zu Genossenschaften oder Genossenschaftsregelungen. Die würde ich in meiner Antwort zusammenfassen. Ich muss da einmal ganz konkret werden. Daran kann man es vielleicht auch gut erklären. Die Mutter meines Konzerns, und damit stehen wir nicht alleine da mit diesem Konstrukt, ist eine eingetragene Genossenschaft, die REWE Zentralfinanz EG. Und wenn Sie sich den Konsolidierungskreis im Lagebericht dieser REWE Zentralfinanz EG anschauen, zum Beispiel für das Jahr 2023, liegen dahinter gut 500 Tochtergesellschaften. Das heißt, wir möchten für diesen Kreis, also diesen Konsolidierungskreis im Lagebericht als Konzernmutter mit der REWE Zentralfinanz EG berichten für all diese 500 Tochtergesellschaften, die dahinter liegen. Wenn wir das nicht können, entstehen im Zweifelsfall die Notwendigkeit, zahlreiche Einzelberichte zu erstellen. Und da ist unsere Auffassung, dass das auch nicht zielführend ist im Sinne der Intention der EU-Regulierung und im Sinne dessen, was zum Beispiel Frau Stremlau ja auch ausgeführt hat, dass wir oder die EU und der Finanzmarkt gerne große Einheiten, den Konzern erfassen möchte und Transparenz im Konzern haben möchte. Die zweite Frage ist die Frage nach dem Wirtschaftsprüfer und meinem Blick darauf. Da muss ich aus Sicht meines Konzerns sagen, dass wir heute schon so vorgehen oder vorgehen werden, dass wir unseren Abschlussprüfer brauchen werden als großer Konzern. Und wir sind jetzt schon prüfungsvorbereitend tätig, auch mit dem Abschlussprüfer. Denn wir müssen derzeit, wie alle anderen Unternehmen, die das schon machen, auch die Interpretationen und Anforderungen der EES-Standards für unser Geschäftsmodell ableiten. Wenn man die Standards liest, dann sagen die ja nicht, was die Kennzahl ist und welche Zähler und welchen Nenner man nehmen soll für welche Kennzahl, sondern das macht man ganz individuell für das eigene Geschäftsmodell. Und für diese Ableitung oder beziehungsweise die Spiegelung dieser Ableitung brauchen wir den Prüfer jetzt schon prüfungsvorbereitend, denn in der eigentlichen Prüfung kann ich an den Punkt ja nicht mehr zurück. Die Sicherheit brauche ich ja heute. Das heißt, wir haben für uns diese Entscheidung schon getroffen und als großer Konzern ist das natürlich bei uns auch eins der großen Häuser. Übergeordnet in der ganzen Debatte muss ich aber schon auch sagen, dass ich großes Verständnis habe für die Öffnung der Prüfungsthematik, gerade wenn ich mir die zahlreichen KMU anschaue, die erstmalig berichtspflichtig werden. Danke, Frau May. Frau Sack hat das Wort.
Danke. Dann nochmal der Hinweis, dass alle die, auch die KMUs, die berichtspflichtig werden nach der CSRD, ebenfalls einen Abschlussprüfer haben. Und da komme ich zur Frage, die gestellt wurde, nämlich nach der Kapazitäten. Ich sehe keinen Grund, warum der Berufsstand hier nicht seinen Beitrag zur Transformation leisten könnte. Wir haben das bisher immer getan, auch bei Einführung des HGB oder IFRS haben wir das gemacht. Wir sind in Deutschland fast 15.000 Wirtschaftsprüfer. Wir haben über 80.000 Mitarbeiter und alleine im letzten Jahr konnten wir 10% mehr Mitarbeiter oder Personen einstellen. Und wir bauen auch weiter auf. Die Attraktivität des Berufsstands nimmt tatsächlich zu aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, der eine Punkt ist das Thema Sicherheit im Beruf, aber das andere Thema ist natürlich auch Nachhaltigkeit, ist natürlich etwas, was auch junge Leute zunehmend anzieht. Und darüber hinaus ist es ja so, dass wir schon eine Kollaborationslösung vorschlagen. Wir wollen also, genauso wie wir das im Übrigen auch in der Abschlussprüfung machen, durchaus auf externe Experten zurückgreifen. Auch die Unternehmen selber greifen natürlich auf externe Experten zurück, zum Beispiel bei der Implementierung oder Beratung. Vielen Dank. Dann hat Frau Strimlaun noch einmal das Wort. Ja, vielen Dank. Die Frage war, wie ich diese Pflichten reduzieren würde, weil ich diesen Vorschlag vorhin reingebracht habe mit den 20%. Und da ein Satz nochmal. Die Finanzberichterstattung ist auch nicht innerhalb von 3 Jahren entwickelt worden. Ich glaube, wir sollten uns alle auch Zeit gönnen. Wir müssen auch ein bisschen gnädiger mit uns sein. Das wird alles noch nicht perfekt werden. Wir brauchen da bestimmt 4, 5 Jahre auch des Lernens. Ja, Punkt 1. Punkt 2. Die EU hat das Thema der Wesentlichkeitsprüfung eingeführt. Das heißt, man muss auch nicht über diese gesamten 1200 Datenpunkte berichten. Ich würde es so machen als EU-Kommission und sagen, liebe EFRAG, die ihr die ESRS entwickelt habt, ihr habt jetzt die Maßgabe, 20% der Datenpunkte zu reduzieren. Und bitte geht einmal durch alle Indikatorenbereiche durch und fragt euch, welche sind am aussagekräftigsten und wo liegt der größte Hebel zur Transformation. Und dann muss sozusagen die EFRAG, die das entschieden hat, nochmal selber durchgehen und diese Diskussion führen und immer in der Frage Relevanz, aussagekräftig und Hebel zur Transformation. Das muss eigentlich die Maßgabe sein. Und dann kann man, glaube ich, sehr gut kürzen und verdichten. Und die zweite Frage von Frau Beck ging auf das Thema Kohärenz. Wir haben die Taxonomie, wir haben die Offenlegungsverordnung, wir haben die PAIs und wir haben die CSRD. Mein Hinweis wäre, und ich würde da auf unsere Empfehlungspapiere vom Sustainable Finance Beirat verweisen, die finden Sie auf unserer Website. Ich würde die CSRD eigentlich als Baseline nehmen, weil dort die Gesamtheit der Unternehmen drunter fällt und berichtet und dann die SFDA, die PAIs und die Taxonomie stärker darin ausrichten, wenn sie denn solche inhaltlichen Kriterien nimmt. Da haben aber jetzt teilweise die einzelnen Regulierungen unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte gesetzt, unterschiedliche Definitionen, zum Beispiel beim Thema Gender Pay Gap. Und dann sollte man sich auf einen Standard einigen. Ich würde die CSRD nehmen, weil die am meisten Unternehmen unterfasst und dann die anderen Regularien daraufhin ausrichten. Vielen so viel Dank, als in der Frau Kürze Schreck, zum Thema Kohärenz. Ja. Frau Dr. Winnemann, ganz kurz noch auf Herrn Kronberg. Ja, vielen Dank. Noch einmal kurz zum Thema Trickle-Down-Effekt und Betroffenheit, Vereinfachung für den Mittelstand. Wir hören aus vielen Gesprächen, sowohl mit Unternehmen aus dem metallverarbeitenden Gewerbe als auch Automobilindustrie, die ja auch in der Wertschöpfungskette da bis hin zu Kleinstunternehmen betroffen sind. Da ist eine hohe Unsicherheit, ein hohes Informationsbedürfnis und insofern dringender Bedarf, hier in dem deutschen Gesetzgebungsverfahren noch zu vereinfachen. Das Wichtigste wäre, wie bereits gesagt, die Abkehr von der Aufstellungslösung, dann der Konsolidierungskreis, betroffene Tochterunternehmen, die nicht produzierend sind, hier auszuklammern durch eine Bagatellregelung. Und das Dritte, hier den Trickle-Down-Effekt durch nicht ausufernde Berichtspflichten zu begrenzen, zum Beispiel, dass die Datenerfassung hier von nicht berichtlich wichtigen Unternehmen nicht prüfungspflichtig wird. Danke. Wir nutzen die ganze Zeit und deshalb hat Gelegenheit zu einer Frage nochmal Kollege Fricke und eine Frage Kollege Mayer. Will jemand eine Minute nutzen, um für die Aufstellungslösung zu sprechen? Das ist eine ganz einfache Frage. Gibt es irgendjemanden von den Sachverständigen, der dafür sprechen möchte? Dann kann jetzt Kollege Mayer seine Frage stellen, während die anderen überlegen.
Also ich tue es nicht, Herr Kollege Fricke. Ich habe aber noch eine Frage an die Frau Stremlau, und zwar zu Ihrer Idee, temporär mal für 3 Jahre die Umweltprüfer mit zu Rate zu ziehen, was die Nachhaltigkeitsberichterstattung anbelangt. Wie Sie diesen Vorschlag in Einklang sehen mit Ihrem Petitum, das Sie ja gerade auch noch im März letzten Jahres gegeben haben, dass es sehr stark um das Thema Verlässlichkeit geht, auch Zurechenbarkeit beim Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Also jetzt sollen mal für 3 Jahre die Umweltprüfer mit, ich glaube, es gibt 249 Umweltprüfer in Deutschland, wie dies dann bewerkstelligt werden soll. Frau Stremlau, wollen Sie sofort antworten? Und die offene Frage gilt weiter. Gerne. Eine Minute. Ja, also die Verlässlichkeit sehe ich dahingehend gewährt, weil die Umweltgutachter jetzt ja schon prüfen und jetzt in den letzten Jahrzehnten ja schon EMAS und ISO 14001 geprüft haben. Und ich finde es absolut legitim, wenn man es jetzt abschneiden würde, dann wäre gar keine Verlässlichkeit. Aber zu sagen, völlig legitim, wir gucken uns das 3 Jahre an, wir stellen Qualitätskriterien wie die Prüfung, Verlässlichkeit und Haftbarkeit, das sind ja die Sorgen auch des IDW, wie wir dies überprüfen können und dann nach 3 Jahren zu schauen, halte ich für völlig legitim. Und gerade auch das Know-how einfach der Umweltgutachter und TÜV-Leute zu nutzen und in diesen Anfangsprozess mit reinzunehmen, finde ich absolut wertvoll. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann jetzt noch einmal die offene Frage. Wer möchte auf Kollege Fricke antworten? Ich sehe jetzt keine Wortmeldung. Das ist vielleicht auch eine Antwort. Ich danke Ihnen herzlich für die Expertise, die Sie uns haben zuteilwerden lassen. Das wird in die Beratungen einfließen und ich schließe die Sitzung. Vielen Dank, auf Wiedersehen.